Herr Dr. Giese, ich schätze ihn ja, weil er ist sehr intelligent, er ist klar, er durchschaut das und ich möchte mal so sagen, wir müssen ja gerecht sein. Und wenn ich meinen Mitarbeitern einen ordentlichen Lohn zahle, müssen Sie nicht meinen, das sei sozial. Ich bin Egoist, will Geld verdienen. Nur habe ich gemerkt, je netter ich meine Leute behandle, desto mehr arbeiten die. So, bitter, jetzt sagen Sie mir mal, wie geht das jetzt vor sich? Oder wie? Also, Herr Giese kommt, wie immer, knapp. Ich wollte wirklich mal. Hatten wir schon wieder Harz? Ja. Trauerfall? Nein, gar nicht. Herr Dr. Giese, einen schönen guten Abend. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ganz meinerseits. Wir sind uns ja zufällig begegnet. Ja, richtig, ja. Wo war das, die zufällige Begegnung? Einmal glaube ich, aber ich kann mich auch irren, dass wir zusammen im Fernsehen bei einer Talkrunde, es kann aber auch sein, dass das Quatsch ist, dass Sie sehen. Wir sehen uns mal irgendwo. Ja, da kamen Sie raus, richtig. Und ich musste da irgendwo eine Rede halten und Sie waren vorher da. Also wir sind irgendwo, wir uns über den Weg gelaufen. Ich habe da eine Schaune gestellt. Suchen Sie auch die Gäste aus oder werden Ihnen die aufoktroyiert? Sie werden oktroyiert, aber ich habe ein Vetorecht. Sie haben ein Vetorecht. Und Sie haben sich lange überlegt, ob Sie bei mir das Vetorecht ausüben. Nicht eine Sekunde. Es gäbe Leute, wo ich das Vetorecht ausübe, aber gar nicht viele. Das ist schon gesehen. Das hat, Sie gehen doch zu jetzt. Nein, der macht erstmal ein Foto. So Musik. Moment. Klassiker. Wunderbar. Und schon. Ich glaube, Sie sind einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands. Das kann ich so nicht bestätigen, das weiß ich nicht. Aber auch nicht bestreiten. Vielleicht liegt es daran, weil ich in einer der notleidendsten Branchen zu Hause bin. Das ist richtig, darauf kommen wir noch. Also, lieber Wolfgang Grupp, Sie sind 1942 in Burladingen in der Schwäbischen Alb geboren worden. Ihr Bruder ist 12 Jahre jünger. Haben Sie versucht, das Sorgerecht faktisch über ihn auszuüben und ab wann konnte er Ihnen die Stirn bieten? Also mir kann jeder die Stirn bieten. Sorgerecht habe ich natürlich nicht versucht zu erreichen, weil erstens mal hätte ich dafür eine Schwester, die ein Jahr älter ist, die sicher das Sorgerecht zuerst beantragt hätte. Und wir haben bestes Verhältnis, mein Bruder und ich, aber wir haben getrennte Firmen. Das heißt, er hat eine Kunststofffirma und ich habe die Textilfirma. Aber wie war das als Kinder? Man will ja was ganz anderes spielen. Der Kleine will immer mit. Das geht einem ja. Ja, da war ich nicht zu Hause. Das heißt, mein Bruder ist auf die Welt gekommen, weil meine Schwester und ich kamen nach Klosterwald. Ich kam zu den Jesuiten nach St. Blasien und dann war es angeblich zu leer zu Hause und so wurde dann die Idee meines Bruders erfunden. Ich finde, dann hatten Ihre Eltern Lebensqualität. Ja, ich glaube, das lag eher an meiner Mutter, weil sie hat dann meinen Vater dann davon überzeugt, dass er noch mal ran muss. Und, Sagen ja, Sie, und dann kam mein Bruder auf die Welt. Alles klar, habe ich jetzt verstanden. Und der wurde natürlich sehr verwöhnt, weil er der Jüngere war und er hat sehr schnell erkannt, wenn er von meiner Schwester oder von mir etwas wollte, dann hat er nur anschließend geschrien, wenn wir es ihm nicht gegeben haben. Dann kam meine Mutter rein und hat gesagt, was tut ihr ihm schon wieder? Ja. Und dann habe ich gesagt, er wollte das gehört aber mir. Und er sagt, na, gib's ihm doch. Also das heißt, so wie die Eltern sind, damit sie ihre Ruhe haben, richtig, muss der Vernünftige nachgeben. Ja. Burladingen in der Schwäbischen Alb hat etwa 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Lieben Sie kleine Städte oder könnten Sie sich auch ein Leben in Berlin, München, Hamburg oder Köln vorstellen? Sicher nicht. Also ich bin da geboren, ich bin da zu Hause und ich
bin ja sehr oft in irgendwelchen Städten, und aber keine Stunde länger, als ich sein muss. Das heißt, ja, es gibt ja nichts Schöneres. Wissen Sie, ich brauche kein Auto. Ich brauche ein Auto zu Hause, wenn wir fortfahren. Also wenn wir richtig fortfahren, aber sonst laufe ich alles. Ich wohne direkt gegenüber der Firma, und wenn ich mein Taschentuch vergessen hätte, dann gehe ich schnell über die Straße, gehe zu mir rein und hol's und gehe wieder zurück. Also diese angenehme Geschichte, dass man auch nicht keine Blitzampeln unterwegs hat und alles Mögliche. Ich sag mal, ich bin ja hierher selber gefahren heute, und ich fahre nur mit Blitzer-App, weil anders kann ich das natürlich. Ja gut, weil ich fahre sehr, sehr vernünftig und alles, aber ohne Blitzer-App wäre das gar nicht machbar. Das verstehe ich. Sie sind katholisch aufgewachsen. Was hieß das für Sie als Kind? Also, das ist dann meine nächste Frage. War das für Sie angenehm? Haben Sie das alles in angenehmer Erinnerung? Oder gab es da auch so, sagen wir mal, wurden Sie doktriniert, was Ihnen dann wieder auf die Nerven ging oder so? Ich kenne ganz unterschiedliche Katholiken, wie die an ihre Kindheit denken. Ja, aber Sie müssen wissen, bei uns ist die Welt noch in Ordnung gewesen. Das heißt, wir waren Kinder, ja? Und die Eltern haben gesagt, was wir zu tun haben. Ja. Und die Eltern haben gesagt, dass ich wir sind katholisch erzogen, und wir gingen am Sonntag natürlich in die Kirche, und das war selbstverständlich, und da gab es nicht Protest oder sonst etwas. Und ich kam ins Internat, das war meine schlimmste Zeit. Das kommt noch. Okay, dann werde ich es nachher beantworten. Ja. Aber ich wollte nur sagen, es gab keine Diskussion. Wenn wir beim Tisch saßen und es gab das Mittagessen, man musste das essen, und ob man es wollte oder nicht. Also, und wir haben gefolgt. Also diese Kontrapolitik von Kindern, die gab es bei uns nicht. Weil das waren meine Eltern, und die haben für uns gesorgt und waren nett zu uns, und man hat gefolgt. Und Sie haben auch mit dem Priester keine unangenehmen Erfahrungen gemacht? Ich möchte nur so sagen, das, was Sie jetzt andeuten, das gab es damals auch. Ich sag mal, wir haben immer wieder, hat man gemunkelt und hat gesagt, der scheint sich ein bisschen zu verlustieren, wenn er dem einen, da gab es ja noch sogenannte Tatzen oder Hosenspanner. Ja. Und wenn dann der Generalpräfekt, einer, der war da ein bisschen, den hat man so vermutet, dass der da das sehr gerne machte und sich dabei irgendwo war sehr freudig das machte. Ja, und der hat immer, und das hat man so gesagt, der hat den Schwächeren, also einen schwächeren Schüler, oder der vielleicht auch nicht so mutig war, dass er sagte, der erzählt das dann, den hat er abends im Schlafanzug, musste der runter, wenn er irgendeine Kleinigkeit gemacht hat, dann hat er Hosenspanner bekommen. Und ich nahm an, dass das für den Generalpräfekt was ganz Nettes war. Aber Sie selbst hatten solche unangenehmen Erlebnisse, welche Art auch immer. Ich möchte nur sagen, das, was heute so hochstilisiert wird, das gab es früher schon. Nur hat man daraus jetzt nicht unbedingt ein Theater gemacht, sondern das hat man halt hingenommen und fertig. Und die Patres, ich möchte mal so sagen, man hat früher schon gesagt, ich sag mal, die Priester, die schwitzen es halt hinaus, oder es schwitzen nicht alle es hinaus, irgendwo. Ja, vielleicht ist ja das Zölibat falsch. Aber ich möchte nur sagen, aber Kinder müssen wir trotzdem schützen. Ich dachte, Sie wollten mich unternehmerisch was fragen. Nein. Oder kommt ja noch, kommt ja noch. Jetzt kommen wir zu 1953. Da kamen Sie in das Jesuitenkolleg in St. Blasien. Das ist selbstverständlich ein Internat. Sie waren 11 Jahre alt und blieben dort 8 Jahre. Hatten Sie zu Beginn starkes Heimweh? Also ich habe die 6 da privat gemacht. Meine Mutter wollte uns nicht so früh weggeben, und deshalb habe ich die 6 da. Der Pfarrer von Bollardingen hat mir Lateinunterricht gegeben, und ein Onkel, der war Rektor an der Volksschule, der hat mir Deutsch und Mathematik gemacht. Und so habe ich die 6 da privat gemacht. Und dann kam ich in die Quinta mit 11 Jahren. Das war meine schlimmste Zeit. Ich hatte Heimweh, weil ich ein sehr strenges Elternhaus hatte. Also
Ich hatte auch, es gab bei mir 21 Volljährige, das war vollkommen uninteressant. Ich musste mit 23 oder 24 genauso folgen wie mit 15 oder 16, aber das war normal, weil man das tat, was die Eltern sagten. Und wenn ich mit 23 ausgehen wollte später, dann musste ich fragen, ob ich dorthin gehen darf, auf dieses Fest. Und wenn das nicht ganz passend war, dann hat man gesagt, da gehst du nicht hin und fertig, weil ich ja der Sohn meiner Eltern war. Und wenn man gesagt hätte, der Grupp, der hat sich da verlustiert, das wäre in Bollerdingen nicht so ganz angenehm gewesen. Also das war auch in Ordnung und auch meine Kinder dürfen alles tun, aber gewisse Dinge müssen sie beachten, weil sie meine Kinder sind. Also das muss man einfach sehen und das ist auch normal. Und es war meine schlimmste Zeit, ich hatte Heimweh, aber es war für mich eine sehr lehrreiche Zeit. Ja, das wollte ich Sie nämlich fragen. Wie verlief das Leben dort? Also das Verhältnis zwischen Unterricht, religiösen Geschehnissen, Sport und Freizeit, einschließlich Kunst und Kultur. Gab es da eine gute Mischung als Angebot zwischen Bildung und Sport und Kunst und Freizeit und religiösen Angeboten? Da fragen Sie mich jetzt zu viel. Wir hatten einen Stundenplan und ich hatte Latein und hatte dann als zweite Fremdsprache Französisch und als dritte Fremdsprache dann ab der vierten Klasse Griechisch. Also ich war humanistisches Gymnasium. Altgriechisch? Altgriechisch, also humanistisches Gymnasium, Latein und Griechisch und als normale Fremdsprache Französisch, weil wir französische Besatzungszone waren. Deshalb war dort Französisch und nicht Englisch. Und deshalb habe ich auch meine Kinder in ein englisches Internat geschickt, damit die als zweite Muttersprache Englisch lernen. Und die haben dann in England studiert, in London. Und weil ich gesagt habe, das habe ich vermisst, dass ich nie Englisch gelernt habe. Ich kann mich ein bisschen verständigen, aber ich kann natürlich keinen Vortrag in Englisch halten und so weiter. So, aber es war meine schlimmste Zeit, das muss ich sagen, weil ich hatte Heimweh. Ich war, das Elternhaus war ganz hoch im Kurs, was ja normal sein sollte, als dass man sagt, diese blöden Eltern oder so. Das gab es bei uns nicht. Man war stolz auf die Eltern und man tat, was sie sagten und die Eltern haben für einen gesorgt und so weiter. Und ich war fern der Heimat. Ich war fort und ich habe geweint bis zum Abitur. War es ein Abschied von den Eltern, war für mich eine ganz tragische Geschichte, weil ich Abschied nehmen musste. Ich frage nochmal, spielte Kunst und Kultur dort Kunst, eine größere Rolle? Habe ich alles gemacht, aber für Kunst können Sie mich jagen. Wissen Sie, im Internat. Ich habe mit Kunst nichts zu tun. Im Internat, ob Sie da viel unterrichtet wurden? Auch was natürlich hatten wir, wir hatten alle Fächer. Aber Kunst, die hat man halt absolviert, weil man sie absolvieren musste. Aber ich war jetzt kein, noch nie gewesen, wenn Sie, also wir gehen, auch Musik ist für mich jetzt, ich habe das Gehör vielleicht nicht, aber das mache ich, wenn wir irgendwo in Bayreuth oder Salzburg, dann mache ich das mehr wegen dem ganzen Spektakel, aber Musik ist da für mich, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ich werde Sie noch an Kunst heranführen, ja, das ist mein Ziel, okay? Aber meine dritte Frage zum Internat, damit dann auch die letzte. Glauben Sie, dass Sie das Internat gebildeter, aber auch als Persönlichkeit gestärkter und souveräner verlassen haben, als wenn Sie ein Gymnasium, ein staatliches Gymnasium besucht hätten? Oder können Sie das gar nicht einschätzen, weil Sie ja das andere nicht besucht haben? Also Sie haben ja Vergleichsmöglichkeiten. Ja, also ich bin 100% sicher, dass das Internat für mich zwar die schlimmste Zeit war, aber es war eine ganz wichtige Zeit, weil ich musste mich unterordnen. Denn auch also bei den anderen Schülern musste ich mich also anpassen, sonst hätte ich keine Freunde gehabt. Ich musste mich durchsetzen, damit ich nicht unterging. Ich musste Ordnung halten, damit ich nicht in der Unordnung leben musste. Zu Hause wurde aufgeräumt, wenn ich was liegen lasse, aber da war ich selbst verantwortlich für mich selbst und habe praktisch die Verantwortung für sehr jung für mich im Internat erzogen bekommen. Weil wenn ich einen Saustall hatte, dann musste ich mit dem Saustall leben. Und wenn ich nicht gelernt hatte, dann musste ich damit leben, dass ich schlechte Noten hatte und dass die anderen besser waren. Also man war mit dem Leben viel früher konfrontiert, weil die Eltern nicht zu Hause waren und gesorgt haben, dass man Schwächen ausbügelte. Die musste ich selber ausbügeln und da habe ich sehr viel gelernt. Ich musste, wie gesagt, auch anständig sein zu meinen Kameraden. Ich musste dem auch mal sagen, so nicht, damit er mit mir nicht den Hampelmann macht und so weiter. Also man war sehr früh mit dem Leben vertraut, um sich dann auch selbstständig entsprechend später verhalten zu können.
Als ich Bürger der Bundesrepublik Deutschland wurde, mit dem Ende der DDR, erklärte man mir, dass die Schwaben geizig seien. Dann traf ich einen Schwaben, der erklärte mir, dass sie nur ökonomisch seien, also nur notwendige Ausgaben machten und Dinge länger erhielten. Was stimmt Ihrer Meinung nach? Das stimmt vollkommen. Wir sind nicht geizig. Ja. Wir sind, Sie nennen es ökonomisch, und wir sagen, sinnlose Sachen gibt's nicht. Hm. Das heißt, ich kaufe das Teuerste, weil das am längsten hält und am Schluss das Billigste ist im Zweifelsfall, auch in der Firma. Meistens sollte man ja die teuerste Maschine kaufen, aber das ist dann auch die effizienteste. Ja. Aber sinnlose Dinge. Also ich sag mal ganz offen, das, was draußen geschieht, dass man sagt, man soll Abfall vermeiden und so weiter, bei uns wird schon seit Jahren. Wenn Sie mir einen Brief, ein etwas verfaxen oder früher oder E-Mail schicken und die ausgedruckt wird, dann ist das in Ordnung, dann wird die gelesen, aber dann wird die Rückseite wieder benutzt, um was anderes drauf zu drucken. Also wir sind ein bisschen, ja, das ist die schwäbische Sparsamkeit, die aber nicht dafür sind wir aber ordentlich angezogen, wenn wir dann in eine Stadt gehen. Wissen Sie, wenn, ja, weil, ja, da. Weil wir sagen, das war auch in Pollerdingen so. Wenn wir nach Stuttgart gingen, oder geschweige denn München dann hat man den Sonntagsanzug angezogen. Weil das war aber nicht für uns, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen uns vor den Städtern nicht blamieren, dass man sagt, ah, das ist eine Landpomeratzin, die da rumläuft. Nein, wir sind dahin, und das ist auch heute noch so. Und als meine Kinder noch 5, 6 oder 8 Jahre alt waren und wir die an der Hand hatten, und mein Sohn dann die Fliege und ein Jackett und Anzug und Hemd, da haben die Leute sich rumgedreht und haben gesagt, weil das wird überall sehr positiv gesehen, nur macht's man nicht mehr. Und ich sag mal, der Mainstream, und ich mache nicht, was man macht, sondern ich mache das, was ich im Prinzip für richtig finde. Außerdem kann ich Ihnen garantieren, wenn Sie so durch Prenzlauer Berg oder Kreuzberg liefen, werden Sie der Einzige, der auffällt. Also aber durchaus im positiven. Ich muss Ihnen jetzt mal ganz offen gestehen, ich glaube nicht. Ich bin, das vorletzte Mal auf in Berlin angenehme war, Art. War meine Tochter mit dabei. Und dann sind wir vom Adlon, sind wir da hingelaufen, wo wir eingeladen waren. Es war von der Deutsche Bank eine Geschichte. Auf dem Hinweg, das war abends um 7 oder 7:30 oder sowas, sind wir da gelaufen, hat meine Tochter registriert, 5-mal wurde ich angesprochen von fremden Leuten, ob sie mit mir ein Selfie machen dürften oder sonst was. Ja. Top angezogen, alles. Und auf dem Rückweg, nachts um 12, waren es auch noch mal 5-mal. Das heißt, egal wo Sie sind. Das Problem ist, es würde mich nicht einer, wenn Sie sagen jetzt Kreuzberg oder sonst etwas, Auf dem Wege vom Adlon zur Deutschen Bank kommen Sie weder durch Kreuzberg. Nein, das weiß ich. Aber ich möchte mal sagen, ich bin in Kreuzberg schon gewesen. Ja. Da bin ich nicht anders, und ich muss die Leute sind dort, haben genauso Achtung, wenn man sie wertschätzt und sonst was, genauso. Also ich werde nie angepöbelt. Also stimmt es, was ich ja wirklich gut finde, dass Sie brauchbares Papier auch aus dem Papierkorb retten und kaputte Mülltüten mit Tesafilm reparieren lassen, weil man den nicht gleich wegwerfen soll. Eine kaputte Mülltüte, wenn Sie es von Mülltüte sprechen, das Müll, die rühre ich nicht an. Also da bin ich schon, aber ich möchte nur sagen, das, was ein Briefkuvert, das im Prinzip ganz normal ist, das wird bei uns in die Testgeschäfte gegeben und die schicken da irgendwelche Unterlagen wieder mit zurück. Also das ist normal, wissen Sie, man schmeißt einfach nicht weg. Ich glaube nicht, dass Sie jetzt gewohnt sind, weil Sie in der Großstadt leben, wenn so ein 10-Euro-Schein blöd rumliegt, den wegzuschmeißen. Also und für uns sind das eben 10 Cent oder da 10 Cent oder da 20 Cent und die schmeißt man nicht weg, die kann man wiederverwerten. Aber das ist auch beim Essen so. In meinem Haushalt ist noch nie ein Stück Brot weggeschmissen worden. Das ist vernünftig. Das gibt es nicht. Das wird gegessen und dann esse ich's. Weil ich sag mal, ein Biss, und meine Kinder genauso. Ja, aber wissen Sie, das ist mir bei meinen Kindern nicht gelungen. Die gucken immer auf das Abfalldatum und entscheiden sich danach. Auf dem Brot steht ja keins drauf. Nein, aber bei anderen Sachen.
Außerdem stimmt das nicht. Wenn Sie eingewickeltes Brot haben, steht das auch drauf. Aber abgesehen davon, das kann ich nicht. Ich muss erst probieren, ob es noch gut ist. Und wenn es noch gut ist... Ja, Moment. Okay. Also wir sind natürlich so, dass wir auch rechtzeitig, weil wir es ja essen, darauf achten, dass man nicht sinnlos kauft, um dann 5 Jahre liegen zu lassen. Ja. Ich sag mal, das gibt es nicht. Wir kaufen und das wird gegessen. Sie fahren aber auch weniger durch die Gegend als ich, verstehen Sie? Da kann schon mal ein Tag danach sein. Und das stört mich gar nicht. Das prüfe ich dann. Wenn es okay ist, ist es okay. Wenn nicht, natürlich nicht. Aber es gibt eine neue Generation, die ist so datumsversessen diesbezüglich. Aber Ihre Kinder nicht. Sie gingen nicht zur Bundeswehr wegen eines Heuschnupfenattestes. War Ihre innere Abneigung gegenüber der Armee größer als der Heuschnupfen oder war es umgekehrt? Ja gut, ich brauchte die Bundeswehr nicht. Ich war ja im Internat und war da entsprechend erzogen. Das verstehe ich. Und ich wollte da nicht hin. Also das wollte ich. Und dann gab es bei mir, ich bin Jahrgang 42, und als ich eingezogen werden sollte, waren noch zu wenig Plätze. Und da gab's, und da war man froh, wenn es einen Grund gab, dass man nicht und ich wusste, dass Heuschnupfen ein Grund ist, und den hatte ich. Aber nicht so stark, dass ich hätte jetzt vielleicht nicht schießen können. Sie haben meine Frage beantwortet. Ja. Ich habe es genutzt, um freigestellt zu werden. Warum entschieden? Also ich bin untauglich. Ja, klar. Ich bin diesbezüglich restlos untauglich, denn meine ganze Familie, weder mein Vater noch mein Großvater noch meine beiden Söhne waren je einen Tag bei der Armee, ich auch nicht. War ein Kunststück, aber erzähle ich jetzt nicht. Warum entschieden Sie sich, Betriebswirtschaft zu studieren? Hing das schon mit dem Familienunternehmen zusammen, dass Sie sich sagten, ja genau das muss ich verstehen? Nein, das war, als ich Abitur gemacht habe oder kurz davor. Mein Vater war Dr. Jur. Also ich hatte auch Jura studiert, und dass ich Medizin mache, wenn wir eine Firma haben, das kam ja nicht in Frage. Oder Philologie oder das, oder das gibt's nicht. Also es kam nur Betriebswirtschaft in Frage oder Jura. Und dann habe ich mich ganz kurzfristig für Jura entschieden. Und dann war ich in Köln, habe ich studiert, habe das erste Semester Jura belegt, bin aber fast nie hingegangen, war mir auch zu blöd, das Ganze. Und dann habe ich umgesattelt auf Betriebswirtschaft. Aber ich muss ganz offen gestehen, ich war nicht der fleißige Student. Ich habe das gemacht, was notwendig war. Ich habe meine Examen, also das heißt, alles, was notwendig war zum Examen, das habe ich gemacht, aber dazwischen habe ich nichts gemacht. Das heißt, ich habe dann habe mein Examen nicht mit den Professoren gemacht. Einen Professor, der mich mündlich geprüft hat, den habe ich zum ersten Mal gesehen, als er mich mündlich geprüft hat. Vorher habe ich nie eine Vorlesung von dem gesehen. Aber ich habe mit dem Repetitor mein Examen gemacht. Der hat mich vorbereitet, ganz speziell. Und dann habe ich ein Prädikatsexamen. Kann man sagen, dass Sie damals am ausgelassensten gelebt haben, während der Studentenzeit? Ausgelassen gab es nicht. Das hätten meine Eltern nicht geduldet. Ich war sehr... Hätten Sie denn das mitbekommen? Ich war sehr... Mein Vater, meine Eltern waren sehr großzügig. Ich hatte einen... Ich durfte einen 190 SL, als ich 67, nein, da habe ich Examen gemacht. Ich habe 61 kam ich nach Köln. Moment, es gibt das Gerücht, dass Sie zu Studienbeginn einen Mercedes und ein Pferd geschenkt bekommen haben. Nein, ich habe nicht geschenkt. Das Pferd hatte ich in Bullerdingen, und das habe ich dann meinem Vater klar gemacht, dass ich das mitnehmen muss. Bitte? Das sind zwei verschiedene Verkehrsmittel. Ja, ja, das eine war zum Draufsitzen und das andere war zum Reinsitzen. Ja. Also ich sag mal, und den 190 SL habe ich meinem Vater klargemacht, dass das doch besser sei, den bräuchte er doch weniger. Ich würde den mitnehmen. Und nach 2 Jahren... Aber das Pferd haben Sie dort gelassen. Das Pferd habe ich dann später, weil das ein gewisses Alter hatte, habe ich das nach 6 Jahren dann nicht mehr, den Umzug, das wollte ich ihm nicht antun, das durfte dann da sozusagen die Altersrente erleben und ich habe nur einen 190 SL, und dann habe ich meinem Vater klargemacht, dass ich, der war mir zu bieder, Mercedes. Das muss man sich mal vorstellen, 190 SL, das war Luxus hoch 7. Nein, das war, und dann habe ich gesagt, ich wollte einen Austin Healey 3 Liter. Und der kostete damals so viel wie der Adenauer Mercedes, der 300er. Und mein Vater, wenn man auch gefolgt hat und wenn man auch nicht sozusagen auch entsprechend dann auch die Prüfung gemacht hat und so weiter, und dann bekam ich einen Austin Healey.
Und habe aber nicht so groß studiert, das habe ich mit dem Repetitor dann gemacht. Ich habe mich vorbereiten lassen, habe aber alle Examen top gemacht und auch Prädikatsexamen gemacht, weil das hätten meine Eltern nicht zugelassen. Also wenn ich einmal eine Prüfung nicht bestanden hätte oder Abitur Probleme gemacht, also das wäre, da hätte ich, weiß nicht, ob das war bei uns so klar, dass die Kinder meiner Eltern, die können nicht auf Deutsch gesagt versagen. Das gibt's nicht und können negativ Beispiel sein. Und deshalb, ich weiß nicht, wenn ich im Abitur durchgefallen wäre, ich sage jetzt mal, ob ich noch nach Hause, gegangen wäre. Weil ja. Das wäre für mich eine ganz gravierende Geschichte oder Examen nicht bestanden oder sonst was. Erzählen Sie uns jetzt mal von Ihrem Opa, der Trigema gegründet hat. Und auch von Ihrem Vater, der es ja übernahm. Und von der Rolle Ihrer Mutter zu Hause, aber auch in Bezug auf das Unternehmen. Und dann komme ich noch zum Bruder. Aber mich interessiert erstmal, wie Sie erlebt haben, den Gründer des Unternehmens, also Ihren Großvater, dann Ihren Vater und auch die Rolle Ihrer Mutter. Also mein Großvater war für mich ein ganz großes Vorbild. Er ist leider mit 60 Jahren gestorben. Er hat mit 54 hat er eine Krankheit bekommen, also sowas. Ja, da war er bettlägerig dann und bis 60 und da ist er gestorben. Er hat die Firma Trigema Trikotwarenfabriken, Gebrüder Meyer, gegründet. Er kam aus einer Textilfamilie. Sein Vater hatte die Firma Johann Meyer. So, und die hat der ältere Bruder von meinem Großvater bekommen und die beiden jüngeren Brüder, mein Großvater, der mittlere und der jüngere, Eugen, wurden ausbezahlt und haben dann Trikotwarenfabriken Gebrüder Meyer gegründet. Warum und nach Meyer zwei genannt? Jahren haben die sich getrennt und dann hat mein Großvater seinen jüngeren Bruder ausbezahlt und dann hat der Eugen Meyer gegründet. Und somit gab es drei Meyer. Johann Meyer, Gebrüder Meyer und Eugen. Woher kommt der Name Meyer? Also, das war der Familienname. Mein Großvater hieß Josef Meyer. Der hieß Josef Meyer und sein Vater Johann Meyer hat die Firma gegründet und die hieß Johann Meyer. Also man hat, so wie Usus, man hat sozusagen, hat man den Familiennamen als Firmennamen gegründet. Mich interessiert. Und ich habe dann später die Marke Trigema versucht zu machen, indem ich die Abkürzung Trigema, Trikotwarenfabrik Gebrüder Meyer, in der Abkürzung versuchte als Marke zu machen. War denn für Sie und Ihren Bruder eigentlich von vornherein klar, dass Sie mit dem Unternehmen so aufgewachsen sind, dass Sie auch selbst nie an eine andere Tätigkeit als eine für das Unternehmen gedacht haben? Ja, klar. Aber das ist eine Frage der Eltern. Ja. Wissen Sie, ich sage jetzt mal, also jetzt muss man das mal sehen, das, was heute geschieht und was in Familienunternehmen heute geschieht, das kapiere ich nicht. Also zu sagen, meine Eltern sind angestellt irgendwo und ich muss dann um eine Arbeitsstelle betteln und muss sehen, wo, wie, was. Obwohl, und ich habe ja praktisch schon bin in ein Unternehmen geboren und habe damit die Chance, gar nicht um einen Job betteln zu müssen und mit irgendeinem blöden Chef rumlaufen zu müssen, sondern ich habe die Möglichkeit, selbstständig zu sein. Und das war bei uns, als ich in die Firma kam, vor 53 Jahren, mussten wir die Mitarbeiter top behandeln, die Guten. Denn sonst hätte die Näherin, die top war, eine eigene Lohnnäherei gemacht und hätte mir Konkurrenz gemacht. Oder der Stricker hätte eine Lohnstrickerei gemacht. Also man musste die top behandeln, damit die sich nicht selbstständig, weil alle träumten, irgendwann oder war die Selbstständigkeit. Das war, dann war man nicht mehr abhängig und so weiter. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Und deshalb sage ich, dass wenn Kinder sagen, die haben ein tolles Unternehmen zu Hause und sagen auf Deutsch gesagt, das, was meine Eltern machen oder mein Vater macht, das mache ich nicht. Das heißt auf Deutsch gesagt, den Scheiß, den mein Vater macht, den mache ich nicht. Das darf nicht passieren. Ich bin die erste Vorbildfunktion für meine Kinder. Wenn die 2, 3 Jahre alt sind, dann reden die vom Papa und sagen, das ist mein Papa. Und als ich im Internat war, dann hat man sich gegenseitig gefragt, wo kommst du her? Da hat jeder versucht anzugeben mit seinem Elternhaus. Der eine hat gesagt, wo kommst du her? Und ja, ich komme daher. Und was machst du zu Hause oder was macht ihr zu Hause? Mein Vater ist Diplomat oder mein Vater ist das und jenes. Verstehen Sie, er hat angegeben mit
seinem Elternhaus. Und wer nicht angeben konnte, war ganz kleinlaut, weil er nichts Besonderes war. Also das heißt, das ist doch selbstverständlich, dass die Kinder stolz auf die Eltern sein müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, ist was schiefgelaufen. Das stimmt. Aber es ist natürlich so, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihren Arbeitsplatz nicht fürchten müssen, haben sie anders Feierabend als Selbstständige. Weil sie haben nie wirklich Feierabend. Moment. Also jetzt, man muss das nicht so hochstilisieren. Ich kann frei machen, wann ich will. Ja. Und ich sage jetzt mal, ja, also wissen Sie, die Unternehmer, die, also wer zu mir sagt, er müsse 20 Stunden arbeiten am Tag, der tut sowieso nichts. Ja. Wissen Sie, weil ich sage jetzt mal, es gibt's nicht. Ich habe ein freies Leben, ich kann arbeiten, wann ich will. Und wenn ich sage, ich wäre jetzt abends noch 2 Stunden im Betrieb, dann ist das mein Hobby. Und ich gehe ins Betrieb, und weil ich da gerne reingehe und weil mich das interessiert. Nicht, weil ich noch arbeiten muss. Und wenn ich noch arbeiten müsste, hätte ich einen Fehler gemacht, weil das müsste normal tagsüber erledigt worden sein. Und wenn ich das nicht merke, dann muss ich es halt abends selber machen. Aber ich sag mal, man muss die Unternehmer nicht so in Schutz nehmen. Nein, aber ich habe doch beide Berufe. Ich werde ja regelmäßig bezahlt vom Bundestag und dann bin ich Anwalt. Und beim Anwalt hängt es immer davon ab, welche Aufgaben ich übernehme, welche Aufträge. Ich bin da im Denken nicht ganz so frei wie in der anderen Tätigkeit, stelle ich fest. Ja, Moment, aber also, Sie sind jetzt natürlich Anwalt. Auch schon an und einem reifen Alter. Ich benutze ja einen Anwalt praktisch nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ich weiß. Also ich sag mal, ich meine, und Sie machen sich ja die Arbeit auch selber. Wissen Sie, bei mir gibt es einen Mietvertrag und der darf nicht mehr als 1,5 Seiten sein. Da steht drin, wann es beginnt, wann es anfängt, was er zu zahlen hat und fertig. Und dann, wenn ich diesen in der Mall of Berlin sind wir Mieter, wenn ich diesen Mietvertrag lese und der ist von einem Anwalt gemacht, dann frage ich mich, ob der noch ganz gebacken ist. Ja. Wissen Sie, da weiß ich am Anfang nicht, ich weiß gar nicht, was da alles drinsteht. Aber lieber Herr Grupp, Sie haben noch nie einen Mietvertrag von mir gelesen. Ja, das meine ich. Würde ich ihn machen lassen, weil der auch 1,5 Seiten ist. Das sind die allgemeinen Bedingungen, die man unterzeichnen muss, wenn man irgendwas kauft von 14 Seiten, kleinstgedruckt. Die haben eine Meise. Und deshalb sage ich, also die Anwälte, aber das machen die natürlich, weil je mehr Seiten es sind, desto mehr können sie dafür verlangen. Erzählen Sie, Sie kennen doch den angenehmen Witz, wo ein Mandant zum Anwalt kommt und sagt, stimmt das, dass Sie für 3 Antworten auf 3 Fragen 1.000 Euro nehmen? Ja, sagt er. Ist das nicht sehr teuer? Ja, sagt er. Und Ihre 3. Frage? Das fand ich immer ganz schön. So, erzählen Sie uns mal von dem Aufstieg der Firma durch einen Restposten. Da gab es so ein Ereignis von Unterhemden im modernen Batik-Look, also bunt, die aussahen wie T-Shirts. Und da kam ein Anruf von einem berühmten Einkäufer. Wie war das? Erzählen Sie uns das mal. Also gut, das müssen Sie so sehen. Ich musste meine Doktorarbeit abbrechen in Köln, weil das, was ich nicht verstand, mein Großvater hatte ein Top-Unternehmen. Wir haben Unterwäsche gemacht, Doppelripp, Feinripp, für die Kaufhauskönige Karstadt, Hertie, Horten oder Versandhauskönige Quelle, Neckermann und so. Hausmarken. Das heißt, wir waren keine Marke. Wir haben die Karstadt-Hausmarke gemacht. Wir haben die Quelle-Hausmarke gemacht. Das heißt, die hatten Doppelripp und mit dem Etikett Quelle und so weiter. Die haben wir gemacht. Und diese Marken waren immer mehr später dann unter Preisdruck. Hm. Und mein Vater hat diversifiziert, weil der Preisdruck auch war und das hat Millionen gekostet und dann musste ich meine Doktorarbeit abbrechen, weil mein Großvater hatte keine Bankkredite. Er hat alles, was er gekauft hat, hat er bezahlt, ohne Kredite. Und mein Vater hat dann nach dem Tod meines Großvaters angefangen, was ja generell so Usus ist. Man ist mit dem, was man hat, nicht zufrieden. Man muss mehr haben, man muss Firmen haben und so weiter und so fort. Und dann hat er eine Kunststofffirma gegründet, hat eine Jerseyfabrik gegründet und so weiter. Und kein Problem, Geschäftsführer, die machen das und haben Millionen Schulden gemacht. Und dann hatten wir 69 10 Millionen Bankschulden. Und dann hat man gesagt, gemunkelt, der Sohn, der tut ja auch nicht viel. Da hatten die nicht Unrecht, der macht da, verlustiert sich da schön in Köln. Ich war da gut aufgehoben und es gefiel mir. Und dann hab ich das mitbekommen, dass da die, die,
Die Mitarbeiter sind ja sehr feinfühlig. Die merken ja sehr schnell, was wäre gut oder wäre das. Und wie, also das muss man einfach wissen. Die einfachen, normalen Angestellten wissen ganz genau, wer von den Chefs oder so eine Flasche ist oder wer das. Oder, das wissen die sehr schnell. Also auf jeden Fall sollte ich doch endlich auch mal was tun. Dann bin ich in die Firma. Die Gefangenen. Bitte? Die Gefangenen kennen sich am besten. Wenn einer unschuldig sitzt, das kriegen die raus. Kein anderer. Aber die wissen das. So meine ich. Das, ja. Das da auch. Da braucht man dann keine Juristen. Sondern nee. Die also auf jeden Fall. Und dann musste ich ins Unternehmen. Und zu der Zeit kam das T-Shirt aus Amerika. Das war in Amerika irgendwo aufgeblüht. Und zwar, wenn, so kannte ich die Geschichte, so hat man sie erzählt, da gab es James Dean und Filmschauspieler oder was weiß ich. Und der war abends eingeladen zum Abendessen. Ich glaube, der hat einen Freund gehabt anstatt einer Ehefrau. Ich weiß es nicht, also, so hat man es erzählt. Und sein Freund hat ihm gesagt, wir sind da noch eingeladen. Und hat er gesagt, wo? Und hat er gesagt, da, und hat er gesagt, ach, da brauche ich mich nicht umziehen, da tut's mein Unterhemd. Und hat das Unterhemd, ist da hingegangen mit dem Unterhemd, und so wurde das Unterhemd zum Oberhemd, und so ist das T-Shirt geboren. Und alles, wir übernehmen ja alles, was die Amerikaner uns vormachen, das übernehmen wir ja, so blöd sind wir ja, ich sag mal. Und so kam... So kam das Unterhemd zum Oberhemd nach Deutschland. Und dann war Folgendes, dass wir ja Unterhemden produzierten, die unter Preisdruck waren. Und dann habe ich sehr schnell gesagt, okay, dann kann ich so ein Unterhemd, da hat man das weiß oder hat man bedruckt mit irgendeinem Gag drauf und habe das angeboten. Und dann kam die Batikwelle. Batik, also war gefärbt, das war so ein abgebunden und so weiter. Ja. Und dann rief, das wollten Sie ja wissen, ja. Der Einkäufer von ein Einkäufer von C&A und C&A war damals natürlich hoch im Kurs, C&A an und sagte, es bei unserem Direktor, der die Firma im Prinzip führte, mein Vater war zwar Geschäftsführer, aber der Direktor, der Lehrling im Hause auch war bei uns und dann über 51 Jahre im Unternehmen war dann später, der hat die Firma theoretisch geführt. Bei dem hat er angerufen und hat gesagt, Sie machen doch Batik-T-Shirt. Der wusste gar nicht, was das ist. Und dann habe ich so ein paar verrückte T-Shirt gemacht und hat gesagt, da muss ich das mal dem Junior geben, das Gespräch. Und dann hat er mir das Gespräch verbunden und ich muss ganz offen gestehen, ich wusste auch nicht, was Batik ist. Und er sagte, Sie machen doch Batik-T-Shirt. Und dann war Folgendes passiert. Wir hatten Restposten an Unterhemden und haben die sozusagen angeboten. Und da ist einer gekommen und hat aus Düsseldorf, ein Herr Langanke, den Namen werde ich nie vergessen, das liegt über 50 Jahre zurück, und hat von den Restposten 300 T-Shirt oder 200 T-Shirt Unterhemden gekauft. Und die hat der gebatikt und hat sie auf der Igedo angeboten. Und da war unser Etikett drin, Gebrüder-Meyer-Etikett drin. Und dann hat der C&A das Muster mitgenommen von diesem Herrn Langanke. Der hat das gekauft oder mitgenommen. Und dann hat er gesagt, da steht ja Gebrüder-Meyer drin. Und wir arbeiteten ja mit Unterwäsche, mit C&A. Und hat er gesagt, Sie machen das doch. Und ich wusste nicht, was es ist. Und habe gesagt, schicken Sie mir das Ding zu. Dann hat er mir das zugeschickt. Dann habe ich gesehen, da ist unser Etikett drin. Und dann bin ich in unsere Entwicklungsabteilung. Und dann hat die Direktrice damals gesagt, ja, das ist Batik. Das tut man so färben, indem man es abbindet und so weiter. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, ja, das stimmt, das kommt von uns. Ich kann Ihnen das machen. Und dann hat der 3000 T-Shirt bestellt, gebatikt. Dann werde ich nie vergessen, dann habe ich, so ein Unterhemd kostete vielleicht 3,50 oder 3D-Mark 50 oder ich weiß nicht, so in der Richtung, oder 2,95, ich weiß nicht. Und dann habe ich gesagt, 8 D-Mark. Dann hat der gesagt, 3000 Stück. Damit haben wir die gemacht und alles, und da musste man abbinden, die haben dann Handschuhe angezogen, das haben wir dann alles gemacht und man freute sich, dass man plötzlich mal was anderes gemacht hat als die blöde Doppelrippe und Feinrippe. Und dann rief der nach 3 Wochen oder 14 Tagen an und sagte, Herr Grupp, ich brauche 30.000. Dann
habe ich gesagt, also, und zwar so schnell wie möglich. Und dann habe ich gesagt, ich habe das ja miterlebt, wie die da gebunden haben und alles, und habe ich gewusst, der braucht's, ja. Und das läuft, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber kann ich 8 Euro kann ich ihn nicht mehr machen. Das ist ausgeschlossen. Das ist so aufwendig und so weiter. Ich brauche 10. Und dann hat der gesagt, also Herr Grupp, wenn Sie 10 Euro wollen, 10 D-Mark wollen, dann kann ich Ihnen, dann muss ich das erst prüfen, ob wir dann den Auftrag erteilen können oder nicht. Und dann habe ich gesagt, prüfen Sie es. Weil ich gesagt, und dann hat der Direktor mich zur Sau gemacht. Weil er gesagt, bist du wahnsinnig, wir hatten kaum noch Aufträge, die waren alle unter Preisdruck, Unterwäsche und Hausmarken und alles. Und ich würde so einen Auftrag rauslassen. Da sage ich, der kauft's. Denn das ist ein heißes Thema. Und wenn der 8 zahlt, zahlt er auch 10. Und dann dauerte das ein paar Tage. Und dann rief der an und sagt, also Herr Grupp, ausnahmsweise, aber ich will sie so schnell wie möglich haben. Und dann haben wir Hunderttausende von solchen Dingern gemacht. Und das war dann das, wo ich sagte, das war dann ein, da fing das dann an, sozusagen, so wie ich in der Pandemie, das erste Pandemiejahr, wo unsere Geschäfte geschlossen haben, wo plötzlich 50% der Produktion damals ging über unsere eigenen Geschäfte und die waren plötzlich zu. Da habe ich die Arbeitsplätze natürlich selbstverständlich garantiert, weil ich gesagt habe, das ist nicht das Problem der Mitarbeiter, das ist mein Problem. Und die Mitarbeiter haben ihre Probleme an der Maschine, die müssen Sie lösen und wenn solche Dinge kommen, muss ich lösen. Ich garantiere die Arbeitsplätze. Und dann hat eine Klinik angerufen und hat gesagt, können Sie eine Maske machen? Na, schicken Sie mir so ein Ding zu. Ich wusste gar nicht, wie so ein scheiß Ding aussieht. Und dann habe ich gesagt, schicken Sie mir so ein Ding zu. Dann hat er mir so eine Fließmaske zugeschickt und habe gesagt, ja, die kann ich Ihnen nicht machen, aber ich kann sie in kochfesten Stoff machen, können Sie sie 100 Mal waschen und dann ist sie sicher billiger als so 100 Fließmasken. Und dann haben wir 2,3 Millionen in 3 Monaten zusätzlich Masken gemacht. Also das sind so Schnellschüsse, die wir, wo wir immer noch dafür bekannt sind und machen und so. Aber was mich interessiert, glauben Sie auch, also ich glaube, dass auch dass solche Zufälle, also solche Momente, manchmal auch Irrtümer, häufig die größten Bewegungen im Leben auslösen. Das war ja auch ein Glücksfall mit C&A damals. Ja gut, aber das ist ja, das heißt, was heißt ein Glücksfall? Das sind ja überall. Ja. Ich sage jetzt mal, Glücksfall ist, dass ich jetzt heute Abend von Ihnen eingeladen werde. Ja. Ich sage mal, das ist ja auch nicht, ist ja auch nicht selbstverständlich. Das, also das ist für uns beide ein Glücksfall, sage ich mal. Ja. Also ich wollte nur sagen, dass ich muss als Inhaber und Verantwortlicher erkennen, ob das im Moment richtig ist oder nicht. Das ist meine Aufgabe. Und wenn ich sage, das muss ein Angestellter machen, dann bin ich morgen abhängig. Wissen Sie, ich sage jetzt mal, ich habe ja auch die Rechtsform EK, ich habe die volle Verantwortung, hafte für alles, was geschieht. Das kommt noch. Das und so weiter, kommt das kommt noch, okay. Aber ich wollte nur sagen, ich muss doch erkennen und ich muss doch bestimmen, was in meinem Laden geschieht. Richtig. Und ich sage jetzt mal, das können ja nicht Mitarbeiter. Wenn das Mitarbeiter mir alles bringen würden, dann laufe ich ja Gefahr, dass der ewig immer mehr will oder dass der sagt, ich kündige und gehe zur Konkurrenz. Und dann hat der den. Das gibt's nicht. Bei mir kann jeder gehen, dann mache ich den Laden weiter. Verstehen Sie? Das weiß auch jeder, deshalb geht keiner. Also ich wollte nur sagen, ja, weil ich muss jeden im Prinzip auf die da ersetzen können. Abhängig gibt's nicht. Ich bin nur von einer Person abhängig und das ist meine Frau. Und, aber ansonsten bin ich von niemand abhängig, von keinem Kunden und auch nicht vom Lieferanten. Jeder Kunde kann bei mir auch aufhören. Das wollte ich Sie alles noch fragen. Ich übergebe es dann. Also seit 1969 ging es stetig aufwärts mit Ihrer Produktion. Die Pandemie wollte ich auslassen, aber da haben Sie ja auch eine Lösung gefunden. Sie legen Wert auf verschiedene Seiten. Eine Produktionserweiterung findet wohl bei Ihnen nur dann statt, wenn die Steigerung des Umsatzes stetig verläuft. Also nicht durch Zufälle, die es so gibt. Nein, also ich habe gesagt, wenn ich sage, also heute geht das nicht mehr, weil ich würde immer natürlich, wir produzieren von Januar bis Dezember immer volle Auslastung und haben keine Aufträge. Das heißt, bei uns kauft man heute nicht mehr wie früher, heute für März oder für April oder so. Das gibt's nicht. Immer nur sofort. Und ich produziere von Januar bis Dezember volle Auslastung.
100% Risiko, aber ich habe ja die Erfahrung und weiß ja, dass was so ungefähr läuft und so weiter. Und das die ganzen Dispositionen und die Auftrags, das, was wir produzieren, wird von mir am Wochenende nach Artikel, Farbe und Größe und Menge wird von mir vorgegeben. So, und das wird so gemacht und da kann, das kann kein Mitarbeiter machen, weil ich sag mal, ich habe die Erfahrung, ich weiß, was unsere Geschäfte brauchen, ich weiß das und ich bezahle es. Wenn es ein Mitarbeiter disponieren würde und mal 5000 Stück falsch disponieren würde, da muss ich sie ja bezahlen. Das wäre für den Mitarbeiter sehr schwierig. Also das heißt, der würde sich scheuen. Und die haben den Mut nicht, wenn wir keine Aufträge haben, ja, zu sagen, das ist wurscht, jetzt machen wir 10.000. Weil er es ja nicht bezahlen. Und wenn sie es bezahlen müssten, hätte ich den Mut auch nicht. Aber da ich es selber bezahle, kann ich natürlich sagen, das ist wurscht, das mache ich, ich bezahle sie, ich schädige keinen anderen. Auch wenn ich 3 Geschwister hätte. Könnte ich die Firma nie so führen. Verstehen Sie, weil da würde ich immer Vorwürfe kriegen, wenn es mal nicht klappt oder wenn mal was ist. Und zwar deshalb habe ich ja auch die Firma übernommen mit der Maßgabe, dass ich die damals, was meine Eltern hatten, 52,5% Anteil und meine Tante, die Schwester meiner Mutter, hatte 47,5, meine Mutter 47,5 und mein Vater hatte als Geschäftsführer von meinem Großvater 5% bekommen. Und ich habe gesagt, ich mache das, ich gehe in die Firma, aber die 52,5% will ich allein, obwohl ich eine Schwester und einen Bruder hatte. Und ich habe gesagt, das muss ausdividiert werden. Ich werde nicht mit den anderen das zusammen machen, weil das hat keinen Wert alleine. Und ich habe auch ja bestimmt oder vorgegeben, mein Wille, dass nur ein Kind von mir die Firma, aber das wollen Sie auch noch später fragen. Später, ja. stimmt es, dass Sie 46 Testgeschäfte zumindest hatten, wo überwiegend Ihre Ehefrau geprüft hat, wie die Verkäufe laufen? Also gar nicht eigene Geschäfte, sondern wo man sagt, also wir da haben, schauen wir mal nach, wie das läuft. Wir haben zwei, wir eröffnen jetzt wieder eins, 43, dann haben wir 43 Testgeschäfte. wir haben, davon sind 22 eigene Immobilien. Die habe ich gebaut und die haben wir auch größer gebaut und haben dann noch für andere Untermieter noch drin, sozusagen ein kleines, da sind mehrere, sind 4, 5 Geschäfte drin und die sind untervermietet. Und die habe ich gebaut, aber nicht in Berlin oder nicht in Frankfurt und nicht in Düsseldorf, sondern die sind in Urlaubsorten. Weil ich gesagt habe, wenn ich in die Städte gehe, dann muss ich ja wie ein Karstadt 100 so Läden haben und so weiter. Nein, ich habe gesagt, ich gehe nach Oberstdorf oder ich gehe nach Fischen oder ich gehe nach Büsum. Und da geht auch der Hamburger und der Frankfurter irgendwann in Urlaub hin, wird mit Trigema konfrontiert und dann kann er es ja anschließend im Online kaufen, wenn er es will. Also ich sag mal, ich habe das gemacht, weil ich gesagt habe, ich kann mir nicht erlauben, in jede Stadt zu gehen. Hm. Außerdem sind da, ich bin ja Schwabe, da sind die Mieten so sauteuer, versehen Sie und alles. Und die zahle ich nicht. Ja? Sondern wir sind auch nicht in Oberstdorf, wir sind in Oberau, vor Oberstdorf. Wenn Sie nach Oberstdorf fahren, müssen Sie an unserem Geschäft vorbeifahren. Und wer dort vorbeifährt und da geht ins Hotel und der sagt, ah, da ist Trigema und der geht irgendwann hin. Also das macht er, weil er schon mal haben den blöden Gruppen mal sehen will, was der für Ware hat. Haben Sie auch Geschäfte in östlichen Urlaubsorten? Ich bin morgen, werde morgen früh noch telefonieren mit Rostock. Mich bitte anschauen. ja, Römershagen. Wir haben Römershagen, aber das hat nichts mit Ost oder West zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir natürlich gesagt haben, wir machen sie natürlich mehr in Bayern oder Württemberg und so weiter, weil das ja für uns auch näher ist, weil wir müssen sie anfahren, wir müssen sie besuchen. Und bevor ich nun sage, ich muss ewig irgendwo 500 oder 700 oder 1000 Kilometer fahren, haben wir das natürlich gemacht, wenn wir da Gelegenheit haben. Dann kam natürlich dazu, die Geschäfte habe ich ja gemacht, schon vor 30 Jahren habe ich das erste angefangen, als meine Kunden anfingen zu versagen. Die Lumpen haben versagt, nicht die, du wissen Sie, und meine Kollegen in Bollerding gab es ja 26 Textilfabriken, ja, die haben sich gegenseitig die Arbeitskräfte abgeworben in den guten Zeiten und 25 haben Konkurs gemacht, weil sie nicht erkannt haben, dass die Kunden, die haben die Preise gedrückt, die Kunden, und dann haben sie denen nachgegeben,
anstatt zu wissen, wenn ein Kunde einen Preis drückt, dann hat er ein Problem. Weil wenn ich sage, ich kaufe einen Mercedes und plötzlich sage ich, der neue Mercedes, der ist mir zu teuer und habe kein Geld mehr. Verstehen Sie, also das muss man einfach wissen. Wenn ich sage, ich gehe in ein Drei-Sterne-Restaurant, wo ich sicher nicht hingehe, weil ich ein schönes Brot bevorzuge, aber wenn ich da immer hin bin und morgen sage, das ist zu teuer, dann habe ich das Geld nicht mehr. Und da habe ich Nein gesagt und die haben Ja gesagt und die Kaufhauskönige und Versandhauskönige waren verantwortlich für den Niedergang der Textilindustrie in Baden-Württemberg. Sagen Sie mir noch mal, was mich interessiert, was machen Sie morgen in Rostock? Ich habe gesagt, wenn ich jetzt hier bin, dann besuche ich unser in Röversagen, habe ich ja ein Geschäft. Ah, ja. Und dabei Karls Erdbeerhof, da sind wir mittendrin. Ja. Und da haben wir ein Geschäft, das ist ein Mietobjekt und das gucke ich jetzt noch schnell an. Dem habe ich gesagt, dass ich habe mit ihm telefoniert und dann hat er gesagt, ach Herr Grupp, kommen Sie doch rauf. Und dann habe ich gesagt, also gut, wenn ich jetzt hier bin, dann fahre ich morgen noch schnell bei Ihnen vorbei. Ich wollte nur sagen, Sie sind, das merkt man, sind natürlich ein geborener Unternehmer. Sie haben ja auch permanente Übersicht über die Produktion. Und das ist ja auch kein Zufall, dass Sie Ihr Wohnhaus direkt gegenüber haben. Das heißt, Sie können ständig hin. Das haben übrigens früher alle Unternehmer gehabt. Aber das heißt, wer früher nach dem Krieg, das Wirtschaftswunder, die Unternehmer haben neben der Firma gewohnt, weil sie wissen wollten, was da geschieht und weil sie gesagt haben, ich werde doch jetzt nicht, weiß Gott, wie fahren. Das war aus praktischen Gründen. Und da, wo ich das Wohnhaus habe, hatte mein Großvater sein Haus. Und das habe ich dann abgerissen und hab dann gesagt, jetzt baue ich meins dahin, an die gleiche Dings, also an die gleiche Stelle. Ein Wirt, der nicht anwesend ist, geht mit Sicherheit pleite. So meine ich, Sie müssen vor Ort sein. Und ich sage mal, und das ist ganz wichtig und das ist ja auch angenehm. Jetzt. Wissen Sie, wenn ich sage, ich will noch abends was schnell nachgucken, dann springe ich schnell rüber und fertig. Sie haben keine Auslandsfilialen und stellen nur in Deutschland her. Sie lassen sich nur die Fäden anliefern, alles andere für Unterwäsche und Freizeittextilien wird bei Ihnen gefertigt. Wie schaffen Sie das erstens und zweitens, woher beziehen Sie die Fäden? Die eine Ausnahme interessiert mich dann. Nein, also das Garn. Bei uns wächst keine Baumwolle. Ja. Wir beziehen keine Baumwolle, sondern wir beziehen das Garn von den Spinnereien. Und die Spinnerei kauft die Baumwolle und spinnt sie zum Garn. Und die Baumwolle wächst in Amerika oder die wächst in der Türkei oder die wächst, also ja, aber nicht in Deutschland. Da haben wir Stammlieferanten. Wir haben Lieferanten, die schon Jahre liefern, die man kennt. Der Hauptlieferant war lange Zeit, jetzt ist es so ein bisschen schwächer geworden, weil wir die Türkei etwas stärker eingesetzt haben. Das ist ein griechisches Familienunternehmen, die wir gut kennen, aber wir machen Millionen mit denen in Garnkäufen. Und Türkei ist stark und dann haben wir auch deutsche Spinner noch, die es noch ein paar gibt's noch und so weiter. Also, ich kenne viele. Bitte? Ich sage, ich kenne viele deutsche Spinner, die juristisch Spinner sind. Also, aber ich möchte nur sagen, aber die Garn spinnen, gab es ja große. Adolf und was weiß ich alles und so weiter. Also, und Erba in Erlangen und so weiter war unser Hauptlieferant, bis sie aufhörten und so weiter. Ich sag mal, die Spinner, wir kaufen das Garn und wir produzieren nur in Deutschland, weil ich da lebe. Ich werde doch mir nicht antun, dass ich eine Firma in der Türkei habe. Da muss ich ja ewig in die Türkei. Ich bleibe doch lieber in Bollerding, das ist doch schöner. Verstehen Sie? Ich meine, ja. Und das kann ich beobachten. Dass ich habe gesagt, ich habe ja die Rechtsform der Haftung. Und ich habe gesagt, ich kann die Verantwortung und Haftung übernehmen für das, was ich sehe. Das müssen aber Sie nicht für etwas, was so weit entfernt ist. Wenn ich sage, ich habe weiß Gott was, Geschäftsführer und was weiß ich alles, und die melden sich ja erst, wenn es nicht anders mehr geht. Wenn sie so viele Millionen kaputt gemacht haben, vorher sagen sie immer, was sie Tolles gemacht haben. Aber und deshalb erklären Sie mir trotzdem, was für Sie war das doch also eine Frage sowohl der Betriebswirtschaft, aber auch der Moral etc. Die Firma war ja eine GmbH und Co. KG. Und 2000 haben Sie das umgewandelt in persönliche Haftung. Das heißt, Sie haften auch mit Ihrem Privatvermögen für alles etc. Glauben Sie, dass
dass ein Selbstständigen anders fordert? Sie sind eine Seltenheit, die das gemacht also, hat. Also Sie müssen das so sehen. Ich habe mich um die GmbH oder EK überhaupt nicht gekümmert. Ich habe mich um die Firma gekümmert. Und mein Großvater hatte nur eine KG. Und das Wirtschaftswunder ist geschaffen worden von lauter persönlich haftenden Unternehmern. Die auch einen Vorwärtsdrang hatten, die wussten aber, wenn sie zu weit nach vorne gehen, dann sind sie selbst als Erster in der Verantwortung, in der Haftung. Und erst nachdem hat sich das später ja alles geändert. Und die Politik hat ja zu allem Ja gesagt. Ich sage jetzt mal, und mein Vater hat natürlich die KG, weil er Millionen Kredite hatte und alles Mögliche, hat er dann Juristen als Berater gehabt. Und dann haben die gesagt, ja, dann machen Sie doch eine GmbH. So. Und ich habe mich um das überhaupt nicht gekümmert, weil ich gesagt habe, ich habe die Schulden zurückbezahlt und hatte keine Probleme, ob GmbH oder was weiß ich. Und dann bin ja ab und zu mal auch ein Vortragsteller, dann habe ich das vor 30 Jahren, nicht 2000, das war schon vorher, aber ich sage es Ihnen, warum 2000, Sie haben schon recht, da hat mich einer angesprochen und da habe ich von Verantwortung und Haftung gesprochen und da hat der in der Diskussion gesagt, Herr Grupp, aber Sie haben doch auch eine GmbH. Und plötzlich war ich sozusagen baff. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe keine Kredite, habe ich dann so ein bisschen gesagt und so weiter und so fort. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, das ist ja richtig. Ich spreche von Verantwortung und Haftung und habe selber eine GmbH. Das geht nicht. Also bin ich nach Hause und da habe ich mich erkundigt und habe ich gesagt, sofort wandeln und habe die EK gemacht. So. Das war in den Anfang der 90er Jahre. Und dann kam die New Economy Krise. Wann war die? 95, ja. 96? Ja, ungefähr. So. Ja. Und da plötzlich gab es weiß Gott wie viele Millionen Arbeitslose. Und die machten alle pleite. Und habe ich gesagt, und ich zahle auch heute die gleiche Steuer wie jeder, der nicht haftet. Das heißt, die Einkommensteuer ist gleich. Und ich habe gesagt, die Politik sollte doch endlich einen Vorteil geben. Da würden die Leute mehr in die Haftung gehen, aber wenn die Steuer gleich ist. So. Und dann habe ich gesagt, das gibt's nicht. Und habe das auch gesagt, die Politik muss endlich die persönliche Haftung haben, anders besteuern. Da hat sie nichts getan. Und habe gesagt, ist in Ordnung, dann wechsle ich in eine GmbH trotz. Und habe das öffentlich gemacht. Dann hat sie auch nichts getan. Und dann war mir das zu blöd und habe wieder zurückgewandelt. Und das war dann ja, weil, verstehen Sie, wenn Sie das sehen, was draußen ist, man sagt, Scheitern sei kein Problem. Start-up, Scheitern, kein Problem. Ja, solange ich auf Ihre Tasche scheitere, ist es für mich kein Problem. Nur wenn man auf die eigene Tasche scheitert, dann ist es ein Problem. Und deshalb brauchen wir die Verantwortung und Haftung zurück. Das, was Sie mit Karstadt erleben, ist ein Wirtschaftsverbrechen. Das kann es nicht sein. Das ist ein Wirtschaftsverbrechen. Wir kommen dazu noch. Ich wollte nur sagen, Steuern heißen Steuern, weil man damit steuern kann. Man kann in die richtige Richtung steuern und man kann in die falsche Richtung steuern. Und viel zu häufig wird in die falsche Richtung gesteuert. Wie beobachten Sie Stoffherstellung, Veredelung, Druckerei, Stickerei und Konfektion? Das heißt, Sie haben immer eine Übersicht über Ihr Unternehmen. Ja, Sie müssen so sehen. Also ich habe ja meine Mitarbeiter. Ja. Und ich sage Ihnen klipp und klar, ohne meine Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter, und deshalb pflege ich die ja auch, weil ich sage, ich brauche keinen, der heute sagt, ich bin anderthalb Jahre da, dann gehe ich wieder weg, der kriegt gar keinen Job, weil ich brauche, bis der weiß, worum es geht und um was, da braucht er doch ein Jahr, bis ich mit dem klarkomme. Alle leitenden Leute bei uns waren Lehrlinge. Das heißt, die werden als Lehrling eingestellt. Da können wir sehen, was sie für Fähigkeiten haben. In den Fähigkeiten werden sie weitergeführt. Und dann sind sie durch Leistung in der Führungsposition und nicht durch irgendwie hineinschieben oder sonst was. Also das heißt, und deshalb sind alle leitenden Leute sind bei mir Lehrlinge gewesen. Und das Schöne ist, ich habe schon immer gehabt mehr leitende Frauen als Männer. Das liegt aber daran, dass die Jungen, ja, da müssen Sie nicht klatschen, das ist eine Automation, weil ich sage jetzt gleich noch, was dazukommt, warum die so lange sind, weil die sind verheiratet mit Trigema und 80% sind ledig und das sind natürlich die...
Ja, und die sehen ihren Job und ihre Aufgabe in Job, verstehen Sie? Aber in dem Moment, wo sie natürlich Kinder kriegen oder was weiß ich, dann können sie natürlich die Aufgabe nicht mehr so machen, wie man sie erwartet, weil aber, sie zeitlich das nicht aber tun. Ein paar Kinder brauchen wir ja trotzdem. Ja klar, ja, aber ja, die müssen ja nicht unbedingt bei mir leiden sein. Ja. Sie sollen gelegentlich laut und cholerisch reagieren, auch gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gelten in gewisser Hinsicht auch als Patriarch des Unternehmens, legen aber größten Wert auf den Erhalt der immerhin 1200 Arbeitsplätze. Und stimmt es, dass Sie die Kinder Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Beschäftigung garantieren, wenn sie einen bestimmten Schulabschluss schaffen? Das ist auch ziemlich einmalig. Sicher nicht. Also mit Schulabschluss hat es gar nichts zu tun. Die Mitarbeiterkinder haben bei mir kriegen einen garantierten Arbeitsplatz, aber sie müssen dann entsprechend auch vernünftig arbeiten. Also ich meine, klar, die kriegen die Chance und wenn sie theoretisch die Chance wahrnehmen, ja, aber mit dem Abschluss hat das nichts zu tun, weil ich brauche keine Abiturienten, die gehen nämlich nicht mehr an die Nähmaschine, wissen Sie. Ich brauche Leute, die ein handliches Geschick haben und die was können und die nicht so gescheit daherreden und am Schluss nichts können. Ich meinte auch nicht das Abitur, das wäre da eher störend. Das verstehe ich schon. Aber ist auch egal. Aber trotzdem interessiert mich, wie viele machen davon Gebrauch? Also wir haben in der Firma, ich kann Ihnen das jetzt zahlenmäßig nicht sagen, aber wir haben ja bis zu drei Generationen gleichzeitig. Ja. Ja. Da arbeitet die Großmutter oder der Großvater, dann der Sohn oder die Tochter und dann der Enkel. Also das heißt, das ist normal. Wir sind nicht in Berlin, wir sind in Bollerdingen. Und ja, und da ist das normal, wir hatten ja 26 Fabriken in Bollerdingen. Und da war es so, dass diese Familie hat bei der Firma gearbeitet und wenn die ein Kind aus der Schule kam, dann wäre das ein Verbrechen gewesen, wenn das Kind zu einer anderen Firma geschickt worden wäre, als da, wo die Eltern arbeiten, weil überall Arbeitskräftemangel war. Und es war selbstverständlich, wenn Vater und Mutter bei der Firma X arbeiten, dass man die Tochter, die man händeringend bei der Firma brauchte, auch bekam. Und deshalb habe ich den Kindern, unseren Mitarbeitern, den Arbeitsplatz garantiert, weil dann kam der Umschwung. Wir hatten dann nach dem Krieg das Wirtschaftswunder und dann kam plötzlich die New Economy Krise und was weiß ich alles. Und dann hat plötzlich ein Elternteil gefragt für die Tochter, ob sie bei uns arbeiten kann oder Sohn. Und dann hat man mir gesagt, Herr Grupp, die bräuchte man für sich gar nicht, wir haben genug. Und dann habe ich gesagt, Moment, wer ist das, so und so? Und dann habe ich gesagt, nein. Das gibt es nicht. Die haben uns ihre zwei älteren Kinder oder was das damals war, die vor 6 Jahren oder 8 Jahren auch gegeben, als wir froh waren, dass wir die bekamen. Jetzt sind die froh, dass sie einen Arbeitsplatz kriegen. Und die haben mir geholfen und jetzt helfe ich denen auch. Und dann habe ich gesagt, das gibt es nicht. Wir sind eine große Familie und die haben mir geholfen, denen helfe ich auch. Und so kam die Garantie. Und habe gesagt, das gibt's nicht. Kinder von Mitarbeitern, die bei uns arbeiten, kriegen, denn die sind ja bei uns auch gewesen, wo sie hätten in zig andere Firmen gehen können, wo sie vielleicht etwas hätten sich bewerben können, hätten sie vielleicht noch mehr Geld gekriegt. Ich sage, da sind sie bei uns geblieben, denen garantiere ich die Arbeit. So ist die Garantie des Arbeitsplatzes gekommen. Und davon zehren wir heute noch. Richtig, das heißt, richtig, wenn heute die Arbeitskräfte wieder knapp sind, ja, und irgendwo ist es bekannt, dass Trigema garantierte Arbeitsplätze hat und wir kriegen aus verschiedenen Bundesländern Flüchtlinge und so weiter. Und da bin ich 100% sicher, dass man sagt, wenn jetzt Ukrainerinnen haben wir auch, wenn die nähen können, dann sagt ein Bundesland, ja gut, Trigema, die kennen wir doch, der garantiert ja auch die Arbeitsplätze, da fragen wir mal an. Wir haben den Ruf, dass wir nicht sagen, heute top und morgen feuern, sondern wir haben den Ruf, dass wir anständig auch mit denen umgehen und das kommt einem dann auch zugute wie jetzt, wo wir um jede Arbeitskraft froh sind. Sie haben ja schon gesagt, sparen heißt, dass man manchmal auch das Teuerste erwerben muss, weil es viel länger hält und damit doch billiger ist als wenn. Und Sie zahlen ja auch, glaube ich, gute Löhne.
gerade ihren langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber es gibt das Gerücht, dass sie die ungelernten Kräfte unterhalb des gültigen Tarifs bezahlen. Stimmt also nicht, ne? Der Tariflohn ist für uns, würden die Gewerkschaften würden das hochspielen. Also das gibt's nicht. Das wird gerne gesagt, dass man sagt, also es wird gerne gesagt, und wenn Sie in Berlin sind und Presse lesen oder sonst was oder irgendeinen was hören, dann wird gerne gesagt, ja, der kann doch nur auf der Schwäbischen Alb produzieren, noch Textilien, weil man sagt, wir können in Deutschland keine Textilien mehr, weil der sicherlich unter niedrige Löhne zahlt. Und die sind alle so blöd auf der Schwäbischen Alb, die wissen gar nicht, was man bezahlt nochmal. Also Sie wollen ja nicht meinen, dass bei mir die Leute arbeiten, wenn sie irgendwas anderes... Deshalb frage ich Sie doch. Nein, das gibt's nicht. Also das heißt, bei uns ist heute, vorher war es 59 Mindestlohn oder dann war er 10 oder was, der ist 12 Euro. Und ich sage Ihnen ganz offen, wenn jemand kommt und behauptet, er kann nähen, dann kriegt er garantiert die 12 Euro. Aber der muss zeigen, dass er nähen kann, und nach 4 oder 6 Wochen muss der 12,50 kriegen oder 13 Euro, weil ich will den anreizen. Und wenn der im Prinzip nachher am Schluss nicht mehr leistet, als wenn er top ist, als 12 Euro, dann kriegt er keinen Arbeitsplatz. Weil ich will aus der Maschine mehr rausholen als 12 Euro. Der Strom brennt, ob der unten mehr leistet oder weniger leistet. Der Stuhl kostet das Gleiche und der Arbeitsplatz kostet gewisse Kosten. Und ich will dem 14 Euro, 15 Euro, 16 Euro. Wir haben tolle Flüchtlinge. Ich sage die ganze Zeit, wir müssen dem, wenn der richtige Leistung bringt, dann muss der immer wieder 20 Cent, 50 Cent mehr kriegen, damit der angereizt wird zu reizen. Und jetzt sage ich Ihnen mal eins. Jetzt muss ich mal ein interessantes Geschichte. Ich habe jetzt gerade mit meinem Finanzamt gesprochen. Es kann doch nicht sein, Sie sind ja in der Politik gewesen und sind noch da und haben großen Einfluss. Die Politik muss endlich reagieren. Das heißt, wenn wir heute von Arbeitskräftemangel sprechen, oder jetzt höre ich, dass man sagt, mit 63 in Rente gehen, das sollten die doch möglichst... Es kann doch nicht sein, dass eine Näherin bei mir kommt und sagt, 40 Stunden arbeitet sie und sagt, ich putze jetzt Nebenjob bei einer anderen Firma, weil da kriege ich das steuerfrei. Ich habe gesagt, das ist doch besoffen. Es kann doch nicht sein. Die Politik muss doch sofort reagieren und muss doch sagen, okay, wir haben 2, 3 Millionen Arbeitslose oder 5. Ja, dann kann man sagen, die müssen jetzt nicht mehr als 40 Stunden arbeiten, da muss der andere einen Arbeitsplatz. Aber jetzt haben wir so Arbeitskräfte, da muss man doch sagen, wenn du in der Firma statt 40 Stunden 45 arbeitest, ja, dann kriegst du die halt auch, die 520 Euro steuerfrei. Und das hat mich so geärgert, und dann habe ich gesagt, Schluss. Und habe ich meinen Finanzamtschef angerufen und habe gesagt, jetzt mal gründe ich eine Firma. Trigema Lohnnäherei W Grupp EK. Und jetzt arbeitet, das werde ich jetzt versuchen einzurichten und habe mit den Mitarbeitern, jetzt arbeitet die 40 Stunden bei Trigema W Grupp EK. Und 5 Stunden. Und dann arbeitet sie bei der Lohnnäherei nochmal 5 Stunden. Ja. Ah ja. Da hat man mir aber gesagt, Das habe ich mit dem Finanzdirektor gesprochen, und hat er gesagt, na, müssten Sie aber eine GmbH machen, das muss also ganz anders sein als EK, es darf nicht die gleiche Firma sein. Da habe ich gesagt, mir wurscht, ich mache alles, ist egal. Ich brauche die Leute, weil ich sage mal, ich sehe doch nicht ein, dass bei mir eine 40 Stunden top arbeitet und dann wird die gezwungen von den Politik, arbeiten, damit die dann putzt, damit sie steuerfrei kriegt. Aber Herr Grupp, ich bin ganz beruhigt, Sie sind einfach schlauer als Herr Lindner. Nein, ich bin nicht. Aber. Also auch da sage ich Ihnen was, es ist richtig, ich habe studiert, habe aber sehr schnell festgestellt, wenn man studiert hat, dann muss man wissen, und als ich in die Firma kam, habe ich gewusst, ich muss mit der Volksschule, da war nämlich 1 und 1, 2, mit der Volksschule führe ich mein Unternehmen, denn je mehr die Leute studieren, desto blöder werden sie. Ja. Erstens muss ich Ihnen jetzt mal zu mir sagen, dass ich Facharbeiter für Rinderzucht bin. Cowboy, verstehen Sie, das ist der Weltberuf. Nebenbei habe ich noch Jura studiert, aber
Ja, aber Sie sind doch auch, also ich möchte mal so sagen, wenn man Sie kritisiert, wir haben ja auch ab und zu Kritik gekriegt. Oh, ja. Ich habe Sie immer geschätzt. Ja. Weil ich sag mal, Sie sind für mich jetzt kein SPD oder Linke oder nein, Sie sind ein Realist und Sie sehen die Dinge so, wie sie sind. Und ich sag mal, ich weiß, dass Sie in vielem Recht haben, denn das, was draußen geschieht, ist nicht immer recht. Ich wollte etwas sagen, bevor wir in die Pause gehen. Oder Sie fragen, weil ich glaube, dass wir da übereinstimmen. Ich finde es nämlich höchst ungerecht, dass in Deutschland alles von der Mitte bezahlt wird. Die unteren Schichten und die kleinen Unternehmen und Solo-Selbstständige können das natürlich nicht bezahlen. Aber das heißt einmal die Menschen mit mittleren Einkommen, da gibt es den berühmten Steuerbauch bei der Einkommensteuer, und dann auch der Mittelstand bezahlt alles. Finden Sie es richtig, dass den großen Konzernen und Banken immer Wege gezeigt werden, wie sie weitgehend Steuern vermeiden können, während der Mittelstand gar keine Chance hat und permanent alles bezahlen muss? Ich erzähle Ihnen nur von Ohofen. Der hat mich angerufen. Von wem? Wer war das? Der Präsident des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft, Ohofen. Der ist leider durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ich habe ihn angerufen, zum Geburtstag gratuliert. Und da sagte er: Herr Gysi, finden Sie das richtig, dass der Konzern X für den Gewinn Y 100 Millionen Euro Steuern bezahlen muss? Wenn ich den Gewinn gemacht hätte oder Sie, hätten wir jeder 1,2 Milliarden Euro Steuern bezahlen müssen. Finden Sie das richtig? Nein, sage ich, das finde ich falsch. Woran liegt das? Sage ich, an der falschen Zusammensetzung des Bundestages, wozu auch Sie beigetragen haben. Dann mussten wir beide lachen. Ja. Also ich sag mal, Ich nehme jetzt mal das Beispiel, wenn man von Amazon oder Amazon spricht sagt so und so. Also klar ist, ich zahle die Steuern, die ich zahlen muss. Klar. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, die Steuer zu kürzen, ich bin Katholik, ich kriege jedes Jahr, wird bei mir die Kirchensteuer gekappt, weil ich über die Höchstgrenze komme. Ja, ist ja logisch, dass ich jetzt nicht sage, ist wurscht. Ist doch immer klar, so. Also Steuern zahlt jeder nur das, was er muss. Richtig. Und wenn Sie eine Rechnung kriegen und da steht 170 Euro drauf, dann schicken Sie auch nicht 200 Euro und sagen, behalt den Rest, ist wurscht, ja, sondern zahlen Sie 170 Euro. Das ist normal. Aber der Staat muss endlich, das ist Aufgabe der Politik. Wenn ich sage, man gibt Leuten und sagt, die können auf Inselstaaten was, es gibt's nicht. Wenn der hier arbeitet und produziert, dann muss der hier Steuern bezahlen. Aber jetzt müssen Sie natürlich klar wissen, es werden natürlich die Firmen angelockt. Das wird ja nie gesagt. Ja. Dass dann die Stadt sagt, wenn du kommst, da kriegst du das Grundstück zum halben Preis und da kriegst du das und du kriegst 2 Jahre steuerfrei und du kriegst das. Ich meine, jetzt müssen wir halt wissen, was ist wertvoller. Wissen Sie, ich sag mal, der zahlt ja, jetzt muss man mal so sagen, wenn der keine Steuern zahlt, dann hat der Arbeitsplätze und die Arbeitsplätze müssen ja alle ihre Steuern zahlen. Das ist ja alles richtig. Aber ich finde, dort, wo die Wertschöpfung stattfindet, müsste auch die Steuerpflicht bestehen. Und nicht auf einer kleinen Insel. Ja klar, Insel, aber das ist doch so eine Frage der Politik. Na eben. Ich habe nicht in Cayman Island irgendetwas. Ich habe in Bollardingen die Firma und da wird es versteuert und das alles erledigt. Ja. Und ich will ja nur, dass Sie dafür sorgen, dass mehr Typen wie ich... Und ich sage immer, ich bin ja stolz, dass ich Steuern zahlen darf. Ja, klar. Weil wenn ich Steuern zahle, dann weiß ich wenigstens, dass ich Gewinne mache. Verstehen Sie? Wenn ich keine Steuern mehr zahle, dann wäre es ja furchtbar. Dann hätte ich ja keine Gewinne gemacht, hätte ich Verluste gemacht. Da kann ich Ihnen auch von Ausnahmen erzählen. Also mein schönstes Beispiel war ein Dachdecker in Berlin, der hat bei lauter Schulen die Dächer gedeckt und hat dann die Rechnung geschickt an die Stadt. Die haben aber nicht bezahlt, aber er war schon verpflichtet, die Umsatzsteuer, die er noch gar nicht eingenommen hatte, abzuführen. Ja, ja, warum hat die Stadt nicht bezahlt? Weil das Dach haben die Löcher gehabt. Ja, weiß ich was. Ja, der war krank oder sonst was. Normal zahlen die Städte. Natürlich, aber nicht sofort. Die haben schon bezahlt. Ja, klar, aber zu spät. Darf ja ein Dachdecker nicht umhauen, wenn er die Mehrwertsteuer. Ja, aber wenn du ein einzelner Dachdecker bist und das geht um 6 Schulen und so, dann kann das schon fast in die Insolvenz führen. Darf man nicht vergessen. Also ich habe mich dann sehr eingesetzt und auch was erreicht. Aber da habe ich gemerkt, wie bürokratisch bestimmte Dinge auch laufen. Was halten Sie von angestellten Managern?
Das kann ich. Es gibt gute und es gibt solche. Ich brauche keinen, weil ich mein, das selber mache. Wissen Sie, ich habe mit 46 erst geheiratet und habe dann gesagt, egal, wenn ich so spät heirate, egal wie alt ich bin, meine Frau muss Anfang 20 sein. Ja. Sie war dann am Hochzeitstag 22, aber ich habe für unsere Ehe dann auch keinen Manager angestellt. Die Aufgabe habe ich selber übernommen. Ja. Wenn ich eine Firma habe, lasse doch nicht einen anderen entscheiden, ob ich Verluste oder Gewinne mache. Ich möchte vieles an Ihrer Seite sein, aber nicht Ihr Manager. Insofern finde ich das völlig richtig, dass Sie das aber machen. Wir werden gut zusammenarbeiten. Das stimmt. Ich habe doch das richtig verstanden. Also Sie sind ja stolz darauf, dass es bei Ihnen nie Verluste oder Kurzarbeit gab. Aber das galt auch während der Pandemie, ja, durch die Lösung mit den Masken. Ja, was heißt durch die Lösung von den Masken? Ich hätte halt dann auf Lager gearbeitet. Hm. Also der Mitarbeiter hat mit den Krisen, die nichts mit der Maschine oder mit seiner Arbeit zu tun, nichts zu tun. Ob Bankenkrise, ob New Economy Krise, ob Pandemie oder das, das sind meine Probleme. Und die Gaskrise oder wenn Sie es, die Gasprobleme, wir zahlen ja dieses Jahr 6-7 Millionen mehr Gaskosten, das sind meine Probleme. Und der Mitarbeiter muss seine Probleme lösen. Und ich sag aber zu Hause hat er auch Energiekosten. Klar, also das ist dann seine Geschichte, aber da zahlen wir dann, wir geben ihm ja ein bisschen was extra jetzt, weil es die 3.000 Euro gibt und so weiter und da zahlen wir dann auch den Mitarbeitern. Ich habe, jeden Monat kriegt er 100 Euro ab Oktober und das haben wir jetzt mal verlängert bis März und so weiter. Je nachdem, wie es weitergeht, werden wir es weiterführen. Also das machen wir selbstverständlich auch. Aber die Probleme, die auf die Firma zukommen, Das sind unsere Probleme. Also Aufträge zu bekommen und sonstige Dinge, das ist meine Sache. Seit 1975 leben Sie ohne Bankkredite. Gilt das bis heute? Ja, selbstverständlich. Ja. Nein, also ich möchte mal so sagen, also ich muss jetzt ganz offen gestehen, das müssen Sie natürlich auch so sehen, wenn ich Kredite bräuchte und man mir sagt, welchen Auftragsbestand haben Sie und was haben... Sei kein, ich hoffe, der kommt, würde ich ja gar keine kriegen. Also ich sag mal, das Problem ist, dass wir seit Jahren sehr, für mich nicht riskant, aber ich sag jetzt mal, wir haben keine Aufträge, wir produzieren, ich habe gerade von der Deutschen Bahn, beziehungsweise Schenker, da haben wir 15.000 Fleecejacken bekommen, ja, aber die haben wir nur bekommen, weil wir liefern können. Also verstehen Sie, das Problem ist, die haben sicher überall gefragt, aber das war halt schwierig und das ist das, wir können im entscheidenden Moment liefern, wenn auch, wir haben ja viele auch Industriekunden, das heißt, ob das jetzt ein Daimler oder sonst was ist, die Großaufträge für die ganzen Mitarbeiter, Corporate Identity, die gehen irgendwo ins Ausland. Aber dann spezielle Dinge für eine Aktie, für eine Event oder was, wo man sagt, der ist nächste Woche oder so, da kriegen wir die Aufträge. Wir sind bekannt, dass wir aushelfen und wenn einer ein halbes Jahr Lieferzeit hat, ja gut, dann kann er das in Bangladesch oder irgendwo natürlich günstiger kriegen. Ja, wir entwickeln uns ein bisschen wieder auf die DDR zu. Mein Handwerker hat mir gesagt, das Ersatzteil kriegt er in 9 Monaten. Da musste ich lachen. Das kannte ich von früher. Also, um Ihre Verkaufsstandorte besser überblicken zu können, sollen Sie sich einen Hubschrauber mit Piloten angeschafft haben. Das sind aber beachtliche Betriebskosten. Ich möchte mal so sagen, dass ich habe Sie jetzt nicht, um Sie anschauen zu können, sondern ich habe die Testgeschäfte eingerichtet, nachdem unsere Kunden versagt haben, die Kaufhauskönige, Versandhauskönige immer dann Konkurs gingen, dann musste ich am Schluss erkennen, dass ich in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft als Produzent auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene Hände übernehmen muss, um nicht in totale Abhängigkeit der Letzten, die noch übrig geblieben, zu kommen. Und dann habe ich eigene Geschäfte gemacht. Und dann habe ich das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Und klar ist, das muss ich kontrollieren. Ich muss die überwachen. Ja. Und das ist und da habe ich meiner Frau gesagt, ich habe da als die angefangen, kurz als ich mich verlobte, da fing ich mit dem ersten Geschäft an. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt die Aufgabe meiner Frau. Sie ist zuständig für die Testgeschäfte, weil sie hat Medizin studiert. Und also angefangen zu studieren.
Dazu komme ich noch. Und dann habe ich ihr klargemacht, dass das muss sie abbrechen, weil ja. Ich brauche ja keine Medizinerin und ich mache Textil. Am Schluss kommt sie mit dem Assistenten und ich komme auch mit irgendwas. Verstehen Sie, das hat ja keinen Wert. Ich habe sie geheiratet und die muss bei mir sein und die muss mit mir arbeiten und wir müssen zusammen sein den ganzen Tag. Dann funktioniert das. Und da muss ich so sagen, es funktioniert natürlich deshalb, weil ich habe ja 46 Jahre mein Leben bestimmt und sie war 22 und da habe ich gesagt, okay, 46 Jahre das Leben zu bestimmen, das reicht. Ich gebe das Regiment an meine Frau ab und deshalb funktioniert die Ehe. Und wenn das jeder Ehemann tut, dann gibt es keine Probleme. Also, und sie macht die Testgeschäfte und jetzt habe ich aber gesagt, um Ihre Frage zu beantworten, Sie haben mir aber das Medizinstudium richtig ausgeredet, ne? Obwohl sie schon drin war. Das war ja klar, weil ich gesagt habe, ich möchte mal sagen, das werde ich schon so sagen, dass sie sagt, es ist ja schöner, bei mir zu arbeiten, als irgendwo im Krankenhaus oder sonst was. Also es war schon klar, dass sie das abbrach und dann in die Firma kommt. Und wir, so wie meine Kinder, die ganze Familie ist drin. Und wir. Und das heißt für diese Kontrolle, das wollte ich sagen. Und dann habe ich gesagt, habe ich die zuerst abgefahren und habe gesagt, das kann es ja nicht sein. Und meine Frau, die muss ja auch zu Hause sein und so weiter. Und dann habe ich gesagt, entweder muss man sie überwachen. Und das macht man natürlich nicht, wenn es ein eigenes Geschäft ist. Und man sagt terminlich, dann schiebt man das und schiebt wieder und schiebt wieder. Und ich habe gesagt, das gibt's nicht. Die müssen top überwacht werden. Und dann habe ich gesagt, jetzt kaufe ich einen Hubschrauber. Und da war, das werden Sie noch, die Frau Däubler-Mehlin, die kannten Sie vielleicht noch. Ja. Und die hatte bei uns einen Besuch angekündigt. Und dann plötzlich hieß es, ob bei uns ein Hubschrauber landen könnte. Die war in Engpass gekommen mit Termin. Und dann haben wir gesagt, was sie da brauchen. Also gesagt, hat der Pilot gesagt, er hat 30 Meter oder was weiß ich. Und dann haben wir gesagt, er kann bei uns im Fabrikhof selbstverständlich landen. Und dann habe ich meinem Prokuristen damals gesagt, als ich mit Frau Däubler-Mehlin, die bei mir war und so weiter, habe ich gesagt, fragen Sie doch mal den Piloten, ob der überall landen kann. Und dann hat er gesagt, an für sich ja. Und wir haben für alle Bundesländer eine auslandende Genehmigung. Und wenn der Inhaber des Grundstücks sagt, bei mir dürfen Sie landen, und dann ist nicht irgendwo in der Innenstadt mittendrin, dann ist es kein Problem. Und so gehen wir am Parkplatz unseres Geschäftes, gehen wir runter und gehen rein, wie wenn ich jetzt mit dem Auto parken würde, gehe ich dann vom Hubschrauber rein und der Pilot macht dann die Kasse, solange ich mit den Verkäuferinnen spreche. Und dann sage ich, jetzt sind wir fertig, dann geht der raus, macht einen Hubschrauberstart, dann fliegen wir wieder weg. Also das ist eine tolle Sache. In Berlin dürfen wir nicht landen. Da müsste ich in den Wustermarkt, das haben wir auch schon gemacht draußen, und da muss man da rein. Und das, also wenn ich jetzt direkt in Berlin hier da draußen aus einer Wiese landen könnte, dann wären wir mit dem Hubschrauber gekommen. Als Sie den C&A-Auftrag bekamen, da waren Sie ja vorübergehend mal auf ein Unternehmen angewiesen. Aber man kann doch sagen, generell achten Sie darauf, dass Sie nicht von einem Unternehmen abhängig sind. Moment, ich war damals nicht von einem abhängig, sondern der C&A hat das angefangen. Ja. Und dann habe ich ja das an alle verkauft. Das heißt, der große Kunde war damals auch Hertie, der Einkäufer, es kommt ja immer auf den Einkäufer drauf an, der war sehr interessiert, was Neues zu haben und Aktuelle. Und der hat das groß aufgeführt, dann hat Karstadt das auch, also das heißt, C&A war der Erste, der es gemacht hat. Und dann war es so, dass das alles, wir haben dann zugeteilt. Also wir konnten uns dann nicht retten, so wie bei den Masken. Als die Masken waren, dann hat einer 5000 Masken, da waren wir mit dem abgesprochen, er kriegt wegen mir alle 14 Tage 500 oder so, weil ich musste die Masken entsprechend verteilen und konnte nicht einem 20, der Daimler hat 320.000 Stück bestellt. Jetzt, das war nicht machbar. Ich habe gesagt, jede Woche habe ich mit dem verhandelt, ob wir nicht 5.000 weniger liefern dürfen. Wir haben jede Woche 25.000 oder 50.000. Und da ging es darum, die einzuteilen. Und das war damals bei dem T-Shirt auch so. Was war Ihr Streit mit dem früheren Ministerpräsidenten Teufel von Baden-Württemberg? Ich hatte keinen Streit. Stichwort China.
Ja, ja, ich weiß schon, was Sie meinen. Ach so. Das war, ich habe nicht gestritten, sondern der Ministerpräsident Teufel hat, da hat Baden-Württemberg ja gesagt, wir können alles außer Hochdeutsch. Und da, wir können irgendwas war. Und dann haben die ein T-Shirt, ich weiß nicht mehr so genau, ein T-Shirt gebracht. Wir können alles außer Hochdeutsch. Das gab so den Spruch. Ja. Und dann das haben war übrigens Sachsen angeboten worden. Wir können alles außer Hochdeutsch. Und Biedenkopf hat das abgelehnt. Da hatte nun Baden-Württemberg wieder viel mehr Humor und wusste, das ist ein genialer Spruch. Also das hat der gemacht. Und dann war Folgendes, dann ist es immer so, wie die Maske auf uns zukam oder das C&A mit dem Batik-T-Shirt. Und dann hat uns Baden-Württemberg ein T-Shirt gebracht, irgendwas. Und da hieß es Made in China, hat irgendwas Baden-Württemberg mit so und so. Und dann hat ein Verbraucher mir das T-Shirt zugeschickt und hat gesagt, Herr Grupp, das müssen Sie ja nicht gefallen lassen. Die sagen auf der einen Seite, wir können alles außer Hochdeutsch. Und dann hat er an Baden-Württemberg, an den Teufel geschrieben und hat der Herr Teufel gesagt, ja, er müsse verstehen, Textilien kann man in Deutschland nicht mehr produzieren, hat er ihm geantwortet. Und diesen Brief hat er mir geschickt. Und dann habe ich dem Ministerpräsidenten Teufel gesagt, wunderbar, Trigema wird keine Ausbildung mehr machen, keine Lehrlinge mehr ausbilden, nichts. Denn wenn der Ministerpräsident sagt, dass ich auf dem falschen Dampfer sitze und nicht mehr praktisch, wir können keine Textilien mehr produzieren, also merke ich gar nicht, dass ich etwas forciere, was gar nicht mehr machbar ist in Zukunft. Und habe ich gesagt, also werden wir nicht mehr ausbilden und alles. Und dann habe ich gewagt, jede Anfrage eines Lehrlings, habe ich gesagt, kein Problem, die Regierung von Baden-Württemberg kümmert sich drum und habe ihm die Bewerbung zugeschickt. Und alles haben wir zugeschickt. Und dann hat der Ministerpräsident gesagt, Herr Grupp, können wir nicht mal sprechen? So, und daraus wurde dann, und dann haben wir das T-Shirt gemacht, wir können alles auch T-Shirt oder Textilien oder sonst was. Also es war eine lustige Geschichte, aber ein Verbraucher hat mich darauf aufmerksam gemacht. So wie der C&A oder wie das. Also ich selber bin nicht gescheit, aber ich habe eins, ich habe Augen und Ohren. Und ich sage immer, als Unternehmer muss man was. Augen auf und Ohren auf. Und ich habe auch die Kollektion. Immer, wenn ich gesagt habe, in London oder Frankreich, Paris oder so, da war irgendetwas Tolles. Sie da habe ich gesagt, da bin ich hin und habe geguckt, wo am meisten gekauft wird. Das Muster habe ich auch gekauft und habe es nachgemacht. Das habe ich am Anfang meine Kollektion gemacht. Herr Grupp, Sie haben eine wesentliche Sache vergessen. Sie haben Augen, das stimmt. Sie haben Ohren, das stimmt. Aber Sie haben auch einen Mund, das dürfen Sie nicht vergessen. Ja. Also, weshalb war Ihr TV-Werbespot mit dem sprechenden Affen ein solcher Erfolg? Übrigens, heute würden die Tierschützer demonstrieren, aber damals war das ja noch hübsch. Und was ist überhaupt aus dem Schimpansen geworden? Also, die Tierschützer würden heute demonstrieren, die haben immer schon. Das war mehr eine Angelegenheit von Frauen, da habe ich da immer wieder böse Briefe gekriegt. Und das habe ich aber dann auch erledigt, weil ich gesagt habe, das ist sinnlos. Wissen Sie, der Affe hat ja nie gelitten. Der Affe hat sich gefreut, dass er da hinsitzen durfte, das musste man mal sehen. Und der wurde ja nur alle 5 Jahre oder 10 Jahre ist der mal aufgenommen worden. Und das ist dann ein privater Tierhalter, nicht mit mir. Zoo, ja? Ich wurde extra aufgenommen und das wurde dann zusammengeschnitten und der Affe wurde extra aufgenommen. So. Und das war dann zu blöd geworden mit den Tierschützern. Sie kennen den Schimpansen gar nicht persönlich? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Also ich habe den Schimpansen, der im Dings, nie gesehen, weil der immer extra, da gab es irgendeinen Tierhalter und dann hat der Fotograf den mit das abgemacht und separat. Und ich bin ja am Anfang durch die Produktion gelaufen und habe gesagt, ich werde diese Arbeitsplätze auch in Zukunft garantieren. Und das wurde extra aufgenommen und dann wurde der Schimpanse dazu extra aufgenommen. Aber heute wer hatte die Idee zu dem Schimpansen? Denn das hat funktioniert, die Leute kennen heute noch die Reklame. Die Idee, Sie müssen jetzt nicht meinen, die Idee, ich mache immer nur, ich höre etwas. Und ich habe einen Spot, ich wollte einen Spot haben. Wir hatten irgendeinen, auch so einen Langweiler, irgendwas, ich weiß nicht. Ich habe den Fernseher immer angeguckt und habe gesagt, da mache ich immer aus, wenn die Werbung kommt. Und ich habe gesagt, so mit außen. Es gibt ein paar Spots, so gab es einen, der für Strümpfe geworben hat. Ich weiß nicht mehr, wie die Marke hieß.
Da ist so ein Mops und eine Dame mit tollen Beinen ist darauf gelaufen. War toll, ein Spot. Und den hatte ich auch so in Erinnerung. Und dann hat mich einer, habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen Spot, der aus dem Rahmen fällt. Und der muss der mal ein bisschen was anderes sein, als nur, wir sind der Beste oder der Billigste oder was weiß ich. Und dann hat mir einer gesagt, er hätte den Spot gemacht für einen japanischen Konzern. Und zwar mit einem Affen. Und wir haben ja eine Minute vor den 20 Uhr Nachrichten früher, da haben wir angefangen, in der ARD. Und da saß der Nachrichtensprecher, saß früher am Schreibtisch. Und saß da und hat die Nachrichten. Und der hat einen Spot gemacht mit dem Affen, der am Schreibtisch saß und die Nachrichten und sagte. Und den hat er mir gezeigt und habe gesagt, finde ich toll. Und dann hat er gesagt, der japanische Konzern hat ihn bezahlt, aber hat nicht eingesetzt, weil die oberste Heeresleitung hätte gesagt, wir können unser Produkt mit einem Affen nicht bewerben. Und dann habe ich gesagt, den finde ich super, den nehme ich. Der hat mir gefallen, weil er mal interessant war. Und dann hatten wir das Glück, dass damals, vor 25 Jahren oder wann das war, der Affe Charlie im ZDF gelaufen ist. Ja, ja. Und dann bekam ich, als der zum ersten Mal erschienen ist, sofort zig Zuschriften. Ey, toll, meine Kinder haben den Affen Charlie gesehen jetzt im ersten und so weiter. Und deshalb habe ich ihn bis heute, kriege ich ja immer noch Zuschriften und werde überall drauf angefragt. Und ich frage mich, wieso ein Esso gab es mal den Tiger im Tank. Und das weiß ich heute noch, das gab es. Die haben das abgeschafft. Und Salamander gab es den Lurchi. Und ich habe die Heftchen noch vor Augen, die es gab. Und die schaffen das ab. Wissen Sie, und haben dann irgendwann, was weiß ich, die sind dann mal pleite gegangen, Salamander, aber das ist eine andere Frage. Aber ich wollte mal sagen, man muss etwas nicht abschaffen, solange bei mir über etwas geredet wird, werde ich es nicht abschaffen. Verstehen Sie? Und deshalb haben wir den Affen und der ist natürlich interessant. Und es war natürlich, muss man natürlich wissen, zu diesem Affen kam natürlich dazu, dass ich als Inhaber etwas gesagt habe, was kaum einer wagt. Diese Arbeitsplätze werde ich auch in Zukunft garantieren. Und das muss einer natürlich den Mut haben, das zu sagen. Denn wenn ich, da warten ja viele drauf, ja. Wenn ich morgen 5 Leute entlassen müsste aus Arbeitsmangel, dann wäre ich der Buhmann der Nation. Das muss man natürlich wissen. Wer einen Spruch macht, der muss natürlich auch dazu stehen. Und den Mut zu haben, das zu sagen. Das kann ein Angestellter. Ein Angestellter könnte das gar nicht. Weil dann ist plötzlich, das heißt, und da muss einer hinstehen. Und ich als Inhaber, wenn ich einen Angestellten hätte das sagen lassen, wäre das ganz anders. Ja. Da sagen wir, ja gut, das hat der Angestellte. Aber wenn der Inhaber das sagt, gibt es keine Diskussion, dann ist er sozusagen mitgehangen, mitgefangen, gebunden an die Aussage. Aber Herr Grupp, Sie müssten mal vielen Politikerinnen und Politikern erklären, dass man zu seinen Sprüchen zu stehen hat. Das ist dort relativ unbekannt. Ja. Wann wurden Sie so ökologisch, dass Sie, glaube ich, 2006 begannen mit einer Präsentation Ihrer Kleidungsstücke aus rückstandsfrei abbaubarer Baumwolle? Und wann wechselten Sie bei der Wahl zu den Grünen? Also das kann ich, das hat mit dem einen, mit dem anderen nichts zu tun. Zunächst das Erste, Augen auf und Ohren auf. Professor Braungart, der praktisch die nachhaltige Geschichte gemacht hat, also Cradle to Cradle, hat mich angerufen oder mir geschrieben. Und dann haben wir telefoniert zusammen und hat gesagt, weil wir praktisch in Deutschland sind, in Deutschland nur produzieren und damit war es für ihn am einfachsten, wenn ich sage, ich würde die Stoffe da machen lassen und das würde ich da machen lassen, dann wäre das schwierig für diese Nachhaltigkeit. Ja. Und er hat mich gefragt, ob ich nicht dieses Cradle-to-Cradle mal machen wollte. Und das hat er mir vorgetragen. Und da ich natürlich gesagt habe, es ist ja alles auch für Klima und für das, Nachhaltigkeit, und das ist jetzt Zukunft. Und alles, was Zukunft ist, werde ich machen. Also ich sag mal, habe ich gesagt, das war immer so, dass ich interessiert war, eine Maschine, die was noch besser konnte, zuerst zu kaufen und so weiter. Und so habe ich gesagt, okay, das hat mich überzeugt, die Nachhaltigkeit, und die haben wir dann gemacht. Und da kam Professor Braungart auf mich zu und der hat mir alles vorgegeben und das haben wir nachgemacht. Das war die eine Geschichte und die zweite war? Ja, Sie haben gewechselt. Sie haben bis dahin immer eine Partei
Moment, und die Grünen und gewählt. Die Grünen. Nein, ich habe nie die Grünen Bundestag gewählt. Das war auch eine ganz normale Entscheidung. Ich habe, als Baden-Württemberg die erste rot-grüne Regierung bekommen hat, habe ich öffentlich in der Öffentlichkeit gesagt, das kam in der Presse, dass es eine Schande für uns Unternehmerland Baden-Württemberg ist, dass wir die erste rot-grüne Regierung haben. Habe ich sogar das kritisiert. Und dann hat sich herausgestellt, nach 4 oder 5 Jahren, dass Kretschmann der beliebteste Ministerpräsident ist. Und jetzt muss ich ganz offen gestehen, ich bin da auch fair. Ich kann einem Ministerpräsidenten, der mir dann irgendwo mal vorgestellt wird oder wo man sich kennenlernt und macht und dann immer wieder mal trifft bei irgendwas, kann ich nicht die Hand schütteln und sagen, Gratulation, toll gemacht, Sie sind der beliebteste Ministerpräsident. Und gleichzeitig erfährt er, dass ich gestern bei der Wahl ihm versucht habe, das Messer in den Rücken zu stehen, ihn abzuwählen. Und da habe ich gesagt, wenn er der beliebteste Ministerpräsident ist nach 5 Jahren, ich habe die Grünen nicht gewählt, aber wenn Baden-Württemberg den beliebtesten Ministerpräsidenten hat, dann kriegt der Ministerpräsident, dann wähle ich den Kretschmann und damit indirekt die Grünen bei der Landtagswahl. Ja. Das habe ich gemacht. Ja. Aber ich habe dann, das habe ich zweimal gemacht jetzt, aber jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr in Frage kommen. Ja. Und nein, weil der Kretschmann nicht mehr antritt, wahrscheinlich, nehme ich an. Ja, ja. Wenn's neu es ist keine rot-grüne Regierung, es ist eine grün-rote. Ja, jetzt. Ja. Also grün-rot damals, ja. Okay. Aber das war eine Schande für unser Unternehmerland, dass wir damals die erste, grün-rot war die, oder rot-grün. Ja, ist immer interessant, da wo es eigentlich so konservativ ist, entsteht plötzlich was Neues. Das ist gar nicht so selten in der Geschichte. Und da, wo man immer denkt, da müsste es passieren, passiert es dann viel später. Sie sagten mal, das Schönste im Leben ist nicht Geld, sondern das Gefühl, gebraucht zu werden. Seit wann haben Sie das Gefühl, gebraucht zu werden? Das hat jedes Kind. Das ist normal. Das hat nie aufgehört. Also ich möchte mal sagen, das müssen Sie mal so sehen. Wenn der Lehrer, ich sag mal, immer nur den einen fragen würde und nicht auch mal den anderen, dann würden die irgendwo komisch sind. Warum wird immer der gibt? Das ist und wenn die Mutter 3 Kinder hat und immer nur dem einen was gibt und dem einen bevorzugt, es muss gerecht zugehen. Und das Schönste ist, wenn man das Gefühl hat, dass man gebraucht wird, dass man einen Wert darstellt. Wissen Sie, in dem Moment, wo Sie das Gefühl haben, dass die Leute sagen, ach, den Dr. Gysi, den brauche ich nicht, ich brauche den, das wäre doch, ist doch schlecht. Das Gefühl zu bekommen, dass man gerne gesehen ist, dass man gebraucht wird, dass man helfen kann, das ist doch wichtig. Und das Gefühl geben mir meine Mitarbeiter und auch meine Familie gibt mir das Gefühl, obwohl ich ja jetzt im April 81 werde, dass man mich noch gerne sieht. Ja. Und das ist doch schön. Denn klar. Stellen Sie mal vor, man würde sagen, ach, den Alten, den kannst du vergessen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich werde Ihnen Folgendes sagen. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber die Mehrheit der Bevölkerung lehnte mich 90, 91, 92, 93 natürlich entschieden ab. Ich selbst fand mich aber netter, also ich teilte die Sicht auf mich nicht. Und dann habe ich um Akzeptanz gerungen, sowohl für die Partei als auch für mich. Und das ist mir geglückt. Darauf bin ich wirklich ein bisschen stolz. Eine Mehrheit mich inzwischen respektiert. Also nicht wählt, ist ja was anderes, aber respektiert. Auch eine Mehrheit in Bayern. Zuerst gelang es mir im Osten, dann im Westen, zum Schluss in Bayern. Da ging es nicht ohne Paulaner Starkbier. Gut, aber Sie waren, das Problem ist, ich bin als Katholik und wir sind indirekt als Katholik CDU-Wähler gewählt. Geborene CDU-Wähler. Katholisch hat normal CDU gewählt. Bis dann die CDU mit 47% von Frau Merkel übernommen wurde und runtergewirtschaftet wurde auf 22%. Da habe ich gesagt, wenn dieses Weibergeschacher weiter da oben ist mit Kramp-Karrenbauer und so weiter, dann wähle ich keine CDU mehr. Ja, ich habe keine CDU mehr gewählt. Aber ich will Ihnen mal sagen, sie ist ja auch keine Katholikin, sondern Evangelin. So meine ich. Also deshalb sage ich, das muss man wissen. Und ich habe gesagt, wenn der Merz, aber jetzt ist vielleicht auch nicht mehr ganz so glücklich, aber ich sag mal, wenn der nicht dran ist, dann werde ich, weil die Kramp-Karrenbauer hat ja den Merz verhindert und so weiter. Sagen Sie mir noch was mich interessiert. Warum ist die ganze Textilindustrie in Deutschland eingegangen?
War das nur eine Kostenfrage? Sie ja nicht. Aber ich weiß, in Thüringen gab es zu DDR-Zeiten viele Textilunternehmen, alles mit. Ja, Moment, das, weil Sie den Kunden hörig waren. Also die eigentlichen Versager waren unsere Kunden. Ich meine, es gab, wie ich ja schon andeutete, die Kaufhauskönige. Die wurden Könige genannt. Versandhauskönige, Quelle, Neckermann, Schöpflin, und das waren Könige. Wir haben rote Teppiche ausgelegt, wenn man mir sagte, Quelle von Fürth oder der Karstadt, Kaufhauskönig von Essen oder Kaufhof von Köln, die Zentrale hat sich angemeldet, nach Bollerdingen zu kommen. Dann hat man geistig roten Teppich ausgelegt, weil man konnte jetzt einen Millionenauftrag schreiben, wenn man entsprechend was angeboten hat oder sonst was. So. Und die haben versagt, wenn man ihnen gesagt hätte vor 30 Jahren, dass Karstadt pleite macht. Dann haben wir gesagt, der spinnt. Das gibt's nicht. Karstadt war eine Institution. Und solange es Peek und Cloppenburg gibt, kann Karstadt nicht sagen, wir haben Pech gehabt. Und solange es Otto Versand gibt, kann Quelle nicht sagen, wir haben Pech. Das waren Fehlentscheidungen der Führungskräfte. Und die haben Millionen bekommen. Und das muss man einfach wissen. So. Und deshalb sage ich, die haben natürlich zu mir, die sind zu uns gekommen, und da gab es 26 Fabriken in Bollerdingen, und da war jeder stolz, dass er irgendeinem König die Ware liefern durfte, und der war bei dem gelistet oder war da gelistet im Sortiment, und dann haben die sich gefreut und haben gesagt, dem Krupp oder Trigema, der ist rausgeflogen bei Karstadt oder bei Quelle. Wir haben die Aufträge gerichtet. Er hat aber verschwiegen, dass er den Preis gemacht hat, den ich abgelehnt habe. Und ich habe gesagt, ich habe die Arbeitsplätze, ich habe die Verpflichtung meinen Mitarbeitern gegenüber. Und wenn meine Kunden sozusagen, die gestern noch die Ware, die den Preis bezahlt haben, plötzlich heute sagen, ich sei zu teuer, dann war klar, dass der ein Problem hat. Wenn ich sage, ich fahre die S-Klasse von Mercedes und dann will ich, und jetzt kommt ein neuer raus, und dann sage ich dem Verkäufer die ganze Zeit, er sei zu teuer, dann muss er wissen, dass ich das Geld nicht mehr habe, ihn zu bezahlen. Verstehen Sie, das ist doch logisch. Ja? Wenn Sie in das Restaurant gehen und plötzlich sagen, das ist zu teuer, dann können Sie es halt nicht mehr bezahlen. Also das ist eine Automation. Und ich habe dann dem Kunden gesagt, den Preis kann ich nicht machen. Dann hat er mich aus dem Sortiment genommen, und dann hat der andere, hat er reingenommen, und die hat er dann so abgewirtschaftet, dass die dann ihre Arbeitsplätze in der Not ins Ausland verlagert haben, und dann haben sie alle pleite gemacht. Und wenn man mich fragt, warum ich nicht im Ausland produziere, weil ich nicht pleite machen will, verstehen Sie, ich sage mal, ein Schießer hat pleite gemacht, das muss man einfach sagen, das ist ja heute kein Problem. Man macht pleite und steht wieder neu auf, und man kriegt alles geschenkt, was die anderen bezahlen müssen. Das kriegt der Schießer übernimmt, das hat dann ein Israeli übernommen. Der kriegt ja die Geschäfte, alle Einrichtungen, der kriegt die ja alle zum Spottpreis. Und ich muss ja den Scheiß alles bezahlen. Ja, der Anständige muss bezahlen, und der Konkursmasse aufkauft, der kriegt ja alles geschenkt. Und ein Jockey hat pleite gemacht, das muss man einfach von Namen sehen. Ich will Ihnen bloß eine Geschichte erzählen, ein interessanter Ost-West-Unterschied. Ich weiß ja, wenn man eine Belastung auf seinem Grundstück hat und es käme wieder die Vermögenssteuer, dann zählt das Grundstück gar nicht mit. Das können wir Ostdeutschen nicht. Wir sind so glücklich, wenn das Grundstück lastenfrei ist, dass selbst mit einer solchen Drohung uns nicht beizukommen ist. Und das imponiert mir an Ihnen, dass Sie auch so denken. Ich muss sagen, bei mir ist alles, was ich habe, ist bezahlt. Ja. Und deshalb kann ich auch öffentlich Dinge sagen, die ein anderer, wissen Sie, wenn ich von Banken abhängig wäre, dann könnte ich nie gegen die Deutsche Bank, oder habe ich sicher schon mal was gesagt, oder dann kann ich die das nicht sagen, wissen Sie, und ich sage mal, ich bin von keinem abhängig und fertig. Weshalb gehen Sie gerne in Talkshows? Also mich interessiert, ich gehe nicht gerne in, das ist die Meinung. Fernsehen. Ich habe auch bei Ihnen nicht angefragt, sondern Nein. Sie haben bei mir angefragt. Okay. Also ich gehe... Nein. Also man geht nie in eine Talkshow, wenn man nicht eingeladen wird. Das ist richtig. So meine ich. Also aber ich bin eingeladen worden. Ja klar, angefragt. Aber man kann ja auch Nein sagen. Mich interessiert aber nicht... Ja, aber gut, das müssen Sie natürlich so sehen, Herr Dr. Gysi. Das Nein sagen kriegt man ja nicht mit. Also ich bin auch ein bisschen Egoist. Wenn ich sage, ich bin bei Ihnen eingeladen, ja, und sage, nee, den Scheiß mache ich nicht oder sonst was, dann sage ich, das ist mir, wer von Ihnen... Sie laden ja nicht jeden ein. Und wenn Sie sagen, den lade ich ein, dann liegt es an mir
ob es für mich eine Negativwerbung ist oder eine Positivwerbung. Und ich sage Ihnen ganz offen, dazu bin ich zu sehr Schwabe, dass wenn ich sage, ich habe die Möglichkeit, in einer Öffentlichkeit etwas mal zu sagen, nein, und habe damit die Chance, kostenlose Werbung zu bekommen, dann mache ich das. Dann, und ich kam das ja gar nicht zu meiner eigentlichen Frage. Ich wollte ja wissen, welche Erkenntnisse, also eigenen Erkenntnisse, wollen Sie denn gerne den Zuschauerinnen und Zuschauern, Hörerinnen und Hörern mitteilen, wo Sie sagen, meine Wirtschaftserkenntnisse, die Sie jetzt uns dargestellt haben, das müssen die Leute wissen, damit sie nicht immer glauben, die haben Pech, die da pleite gehen, manche schon, aber bei vielen sind es eben auch Fehler etc. Ist Ihnen das wichtig, das zu vermitteln? Moment, das Thema stelle nicht ich, ja, das stellen Sie. Sie fragen mich und ich muss Ihnen antworten. Und wenn Sie mich nicht fragen, gewisse Dinge, dann antworte ich nicht. Ich antworte auf die Frage. Ja, aber wenn Sie eingeladen werden, werden Sie ja gerade zur Wirtschaft befragt. Das ist ja na, klar, werde ich gefragt. Klar. Und dann sage ich meine Meinung, klipp und klar. Verstehen Sie? Und die sage ich klipp und klar. Aber ich kann ja nur, wenn ich zu einer Talkrunde oder bei Ihnen, auf die Fragen antworten. Und wenn Sie fragen, was ist mit dem Karstadt, oder, dann muss ich darauf antworten. Und das, was ich sage, das sagt nicht jeder gerne. Das sagt nicht jeder, weil er im Prinzip nicht weiß, ob er nicht auch schon mal pleite gemacht hat. Verstehen Sie? Also ist ja heute scheint ja nichts Besonderes zu sein. Von wem werden Sie zu welchen Vorträgen eingeladen? Da müssen Sie meinen Sekretariat fragen. Ich kriege das. Aber die Themen sind interessant. Ah, da geht es Produktionsstandort Deutschland. Ja. Also und das, die Verantwortung des Unternehmers. Die Themen haben wir vorgegeben. Also zu sagen, ich sollte jetzt über die Linken sprechen oder über das sind nicht meine Themen. Verstehen Sie? Ich gebe meine Themen, sage ich, okay, Verantwortung des Unternehmers, Arbeitsplatzgarantie, kann man in Deutschland noch Textilien produzieren? Dazu kann ich reden. Ja. Also, aber ich kann jetzt nicht darüber reden, was weiß ich, ob die Baumwolle in Brasilien besser wächst als in Amerika oder was weiß ich. Ich lese Ihnen jetzt eine Frage vor, die ich nicht mehr stelle, weil Sie sie schon beantwortet haben. Nur, dass Sie wissen, dass ich darauf gekommen bin. Erzählen Sie uns von Ihrer Ehefrau, der Baroness Elisabeth von Holläufer. Ich denke, dass sie ihretwegen ihr Medizinstudium aufgegeben hat und eine wichtige Rolle in ihrem Unternehmen spielt. Ja, schon beantwortet. Ich wollte. Aber erzählen Sie uns von Ihrer Tochter und Ihrem Sohn und wie Ihr Erbe unter Ihnen aufgeteilt werden soll. Also ich habe eine Tochter, die ist ein Jahr älter als mein Sohn. Und die sind beide im Unternehmen. Meine Tochter ist für die Digitalisierung mehr zuständig und bedient auch die, ist verantwortlich zu sprechen mit den Kunden Amazon, Otto Versand, also die unsere Online-Kunden sind. Und für die ganzen Programme und so weiter. Mein Sohn ist dann für den klassischen Verkauf und auch für die Technik im Unternehmen zuständig. Und ich habe gesagt, es ist logisch, dass meine Kinder den Betrieb kriegen. Und es ist logisch, dass die den auch wollen. So. Nur, ich möchte, dass sich die Kinder ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Und deshalb habe ich gesagt, wäre es mein Wunsch, dass nur ein Kind die Firma kriegt und das andere Kind kriegt was anderes. So. Welches Kind die Firma kriegt, kann ich heute noch nicht entscheiden, weil ich nicht weiß, wo die Lebenswege der Kinder hin. Sie sind beide noch nicht verheiratet. Und ich weiß nicht, wo die Lebenswege hin. Wenn meine Tochter nach Amerika heiratet oder mein Sohn, dann kann man ja die Firma nicht führen. Verstehen Sie? Also das muss ich einfach sehen. Und deshalb habe ich gesagt, ich habe meine Frau geheiratet. Sie ist Alleinerbin. Sie kriegt das Ganze, dann hat sie steuerlich eine gewisse Karenzzeit und kann dann das weitergeben. Mein Wunsch ist ein Kind, aber meine Frau kann alles anders machen. Nur dann hat sie auch die Verantwortung dafür, wenn sie es anders macht. Das heißt, Sie haben gesagt, Ihre Frau wird das entscheiden. Klar. Ja.
Weil ich ja, ich kann es mit meiner Frau zusammen entscheiden, aber sie wird mich ja garantiert überleben. Und ich sag mal, und ich weiß ja nicht, wann die Lebenswege meiner Kinder festgelegt sind, ob ich da noch lebe oder nicht. Und deshalb sage ich, sie kriegt es und dann wird das entschieden. Und das werde ich jetzt in den nächsten 2 Jahren oder wann werde ich das sicher machen, dass ich sage, okay, die Firma wird übergeben, aber wer der Inhaber ist, das lassen wir offen. Und da gibt es Wege, wo man sagt, das kann man dann auch noch ein paar Jahre später wieder zu, da gibt es scheinbar steuerliche Dinge, ist ja auch eine Frage der Erbschaftssteuer und so. Ja. Weshalb haben Sie mit Ihrer Frau die Wolfgang und Elisabeth Krupp Stiftung gegründet und was leistet die Stiftung? Gut, also die Wolfgang und Elisabeth Stiftung ist gegründet worden, weil ich sage, ich kriege ja von vielen Freunden immer wieder Anschreiben, sie würden in Nepal oder sie würden in dem afrikanischen Land oder in dem fernen Ausland, da wollten sie helfen. Und ich habe gesagt, das mache ich. Die kriegen dann was, wenn sie mich anfragen oder wenn sie einladen und sagen, statt Geschenke so und so. Aber ich habe gesagt, wir haben auch in unserem Heimatland immer wieder mal Fälle, die man gar nicht so genau sieht oder weiß, wo ich sage, das sind Leute, die ganz in der Nähe wohnen, die man unterstützen sollte, weil sie Pech hatten oder weil das. Und deshalb habe ich die Wolfgang Elisabeth Krupp Stiftung nach der Hochzeit gegründet und habe gesagt, das ist in erster Linie für meine Heimat. Und für alles, was mit Trigema in Verbindung gebracht wird, wo wir Zweigwerke haben oder wo das ist und wo dann der Bürgermeister oder sonst was sagt, da ist ein Fall, der hat sehr Pech gehabt oder da ist das oder das ist schwierig und das und da helfen wir. Und so habe ich in Bollerdingen, da gibt's die Trigema Arena, die ich mit 1 Million entsprechend unterstützt habe. Da gibt's den Wolfgang Krupp Saal und so. So gibt's immer wieder Dinge, weil ich sage, bevor ich sage, ich gebe nach Afrika oder in irgendein Ausland, weiß Gott was, verstehen Sie, weil irgendjemand da sammelt. Da weiß ich ja nicht, ob es ankommt oder das nicht. Das Letzte verstehe ich. Dann ist meine Heimat, dann ist das sicherer und die Bürger von Bollerdingen oder Umgebung sollen wissen, dass ich, wenn ich mal nicht mehr da bin, dass es den Wolfgang Krupp auch gegeben hat. Aber wissen Sie, ich finde es gut, wenn junge Leute mal ein Jahr in die sogenannte dritte Welt gehen und dass wir da auch helfen. Aber wahr ist, wenn du was spendest, weißt du nie, wo es bleibt. So ist es. Das ist wirklich ein Problem. Das muss man vielleicht besser organisieren. Wollen Sie uns kurz Ihre Meinung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine sagen? Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich bin generell schon von Anfang an gegen den Krieg gewesen. Und zwar ganz klar, weil ich gesagt habe, das kann für mich nicht sein. Da muss irgendetwas hinter den Kulissen gelaufen sein. Es gibt's nicht, dass wir mit Russland oder Putin sozusagen uns total abhängig machen mit Gas, 100% abhängig und alles. Und dann sagt man, er hätte sein wahres Gesicht gezeigt mit der Krim-Übernahme. Das ist vor 8 Jahren gewesen. Und dann haben wir 8 Jahre trotzdem noch die Abhängigkeit. Also ich weiß nicht, was ist. Ich behaupte natürlich, dass Amerika sich sehr stark die Hände reibt und sagt, alles wunderbar. Wir sind die Großmacht. Russland wird klein gehalten. Der Chinese, der wird auch die ganze Zeit von Amerika angegriffen und so und so. Und Europa darf auch nicht zu groß werden. Und die liefern die Waffen und die machen das und so weiter. Also ich bin der Meinung, dieser Krieg hätte politisch natürlich rechtzeitig verhindert werden müssen. Denn ein Putin hat im Bundestag Standing Ovation bekommen. Er hat positiv zum Westen gesprochen und alles, dass sich einer so verrückt erklärt und sagt so und so, weiß nicht. Und den Zelensky, sage ich mal, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ich sage mal, der war ja Schauspieler und ich sage mal, also wissen Sie, das sagt kein Mensch was. Der hat seiner Bevölkerung, den Männlichen, hat er die Pässe abgenommen und die müssen an die Front sich erschießen lassen. Spricht ja kein Mensch davon. Verstehen Sie? Und alles, es wird immer alles nur die andere Seite gezeigt. Ich sage, wenn ich
von der Firma in mein Haus gehe, rüberlaufe, nur über die Straße, und da würden sich zwei nachts schlägern. Dann möchte ich hören, was man sagen würde, wenn ich sage, wunderbar, jetzt gehe ich nach Hause, ich habe eine große Axt, dem einen bringe ich eine große Axt und dem anderen ein großes Messer. Dann würde man sagen, der Grupp spinnt. Wir müssen die auseinandernehmen und schlichten, aber nicht mit Milliarden Waffen, auf Deutsch gesagt, hochheizen. Aber da ist... Herr Grupp, also es scheint ja, ich meine, ich weiß, dass ich nicht den Mainstream von ZDF und ARD habe. Weiß ich. Ich sag mal, das ist ja so, Sie dürfen ja nichts anderes sagen als das, ja, dass der Krieg so und so. Doch. Ich verstehe es nicht. Sie schon und ich auch. Bitte? Es gibt schon zwei, die was anderes sagen dürfen, Sie und ich. Ja, aber und ich verstehe die Welt nicht. Wissen Sie, ich sag mal, einen Krieg zu befeuern und hochzuhalten. Alles klar. Nächstes Stichwort. Und jetzt gehen wir ja gefährlich dran. Ich sag mal, das ist die NATO indirekt beteiligt oder nicht? Oder führen wir Krieg? Ich muss Ihnen ganz offen gestehen. Also wenn man sonst so immer versucht hat, Streitereien auseinander zu dividieren, jetzt, also für mich nicht nach. Und was das Europa kostet. Ja. Das muss man ja mal am Schluss zusammenrechnen. Ja, es gibt ein Land, das wirklich daran verdient. Und das haben Sie schon genannt. Die Amerikaner. Also jetzt sage ich mal so, ich halte von den Amerikanern nichts. Sage ich mal ganz offen. Überhaupt nichts. Ich meine, ich habe das angedeutet, dass ein Amerikaner, das hat mir geholfen, das T-Shirt erfunden hat, indem er gesagt hat, für den tut's mein Unterhemd. So. Und jetzt sage ich Ihnen ganz offen. Wenn in Amerika, wenn der Chinese keinen Rechtsstaat hat, und in Amerika ist es möglich, wählt einen Präsidenten, der sechsmal eine Milliardenpleite gemacht hat und Milliardär bleiben darf, dann weiß ich nicht, ob das noch ein Rechtsstaat ist. So, und wenn das dann als Rechtsstaat ausgegeben ist und dort ein Präsident gewählt wird, der sechsmal eine Milliarde und Milliardär bleiben darf, wissen Sie, da hört es bei mir auf. Und deshalb sage ich, ich halte davon nichts und Sie können mich 100-mal nach Amerika schicken. Ich gehe freiwillig. Jetzt sage ich zwei Gegensätze. Erstens, Amerika ist deshalb ungerecht, weil das auch die Chilenen beträfe. Man muss von US-Amerikanerinnen. Ja, das haben wir mal gesagt. Ja. Das Zweite, ich kenne aber auch Nette in den USA. Aber was die Strukturen betrifft, da haben Sie natürlich. Nein, ich meine ja immer nur die Strukturen. Es gibt tolle Amerikaner. Ich habe russische Näherinnen, die habe ich nicht weggeschickt, weil ich gesagt habe, also die haben ja mit dem Krieg nichts zu tun, verstehen Sie? Ich sag mal, die nähen bei mir. Und ich sag mal, das hat aber damit nichts zu tun. Ich meine, Amerika, wenn wir von einem Rechtsstaat sprechen, dann frage ich mich natürlich auch in Deutschland, ob wir noch einen Rechtsstaat haben, wenn ich das Arbeitsrecht anschaue. Wissen Sie, dann muss wir weichen jetzt nicht zum Arbeitsrecht aus. Das machen wir am nächsten Abend. Sagen Sie mir noch einen Satz zur Inflation. Kann ich Ihnen ganz offen, da bin ich nicht beschlagen, kann ich Ihnen nicht viel sagen. Ich weiß, dass die Inflation bei 10% oder was liegt, aber ich weiß nicht, wie sich das, wissen Sie, für mich ist das sehr schwierig. Ich weiß, dass alles teurer wird. Ich habe meiner Frau gestern oder vorgestern gesagt, ich hatte einen Bäcker, der hat mir Seelen gebacken und da kostete eine Seele, das war so eine große Geschichte, eine Salzseele oder, die kostete 80 Cent, bis vor zwei Jahren noch. Jetzt kostet ein Wecken ja schon 1,20 oder 1,50 oder 1,80. Also ich sag mal, das ist schon eine Geschichte, aber ich bin da nicht beschlagen und bin da nicht zu und Hause. Haben Sie eine Meinung zur Energiekrise? Ja, ich möchte mal so sagen, ich meine, das haben wir uns selber eingebrockt. Ja. Verstehen Sie, da gibt es keine Diskussion. Ja. Wenn ich sage, ich habe einen tollen Garnlieferanten und der liefert mir günstiges Garn, dann würde ich mir da was antun, wenn ich mit dem plötzlich einen Streit anfange. Das gibt's nicht. Verstehen Sie? Es sei denn, der würde mir das schlechtes Garn liefern, anstatt das, was verabredet ist. Aber ich weiß nicht, was ist. Wir haben Nord Stream. Wir haben 20 Milliarden noch in die Nord Stream 1 und 2 gesteckt. Ja. Und plötzlich sind das Todfeinde. Ich kapiere es nicht. Wissen Sie, für mich ist das, ich komme ja aus Bollerdingen, da ist die Welt noch. Aber ich muss Ihnen sagen,
Der US-Präsident Biden hat vor Beginn des Krieges, den gab es noch gar nicht, gesagt auf einer Pressekonferenz, dass Nord Stream 2 nicht eröffnet wird. Ja, die Amerikaner wollten das natürlich. Moment. Da hat eine Journalistin ihn gefragt, wie wollen Sie denn das verhindern? Und da hat er gesagt, glauben Sie mir, wir werden es verhindern. Ja, die, ja. Aber das müssen Sie mal laut sagen, ja. Wissen Sie. Und wir sind ja. Und ich weiß nicht, was mit unseren Regierungsleuten ist, dass im Prinzip immer nur genickt wird. Ja, Sie jagen gern. Erzählen Sie uns davon und überhaupt davon, wie Sie Ihre Freizeit verbringen. Also Kunst und Kultur machen Sie nicht, haben Sie ja schon gesagt. Nee. Aber Sport? Haben Sie mal Sport getrieben? Ja, klar. Was denn? Ich bin geritten, ich hatte mein Pferd, ich habe Tennis gespielt, ich habe auch Turniere gespielt. Ja, und heute schwimmen? Jeden Morgen schwimme ich, auch heute Morgen bin ich geschwommen, auch wenn es draußen 6 Grad oder 7 Grad minus hat. Im Freien schwimme ich 4-mal das ganze Schwimmbad durch. Also das heißt, es ist ja wie ein Fluss gebaut, ist 47 Meter lang. Und da schwimme ich 4-mal hin und zurück und dann noch ein bisschen Rücken. Das ist gut. Aber erklären Sie mir das mal mit dem Jagen. Da muss man ja sehr ruhig sein, sehr still sein, ganz genau beobachten. Brauchen Sie das als Ausgleich? Das ist die Natur. Also für mich, ich habe keinen Hausarzt und ich nehme auch keine Pille, ja? Also keine Medizin. Für mich ist die Sonne ist Medizin. Und ich lag 14 Tage nach Allerheiligen, also um den 15., 16. November, zum letzten Mal in meinem Jagdhaus 2,5 Stunden in der Badehose in der Sonne draußen. Das ist für mich Medizin. Und so ist es natürlich die Natur. Jetzt ist es natürlich kälter, ist eine andere Frage. Aber die Natur ist für mich Beruhigung. Und wenn ich nach der Hektik der Woche am Freitagabend sage, es ist nichts Besonderes am Wochenende, dann fahren wir ins Jagdhaus mit Hausangestellten und meine Frau und die Kinder sind auch oft dabei. Und dann haben wir das ist die Familie zusammen in der Natur draußen. Ich habe eine Eigenjagd dort und im Außenbereich mein Jagdhaus gebaut. Und was gibt nichts Schöneres, wissen Sie, als die Natur. Und dann kann ich beobachten. Natürlich, Schießen kommt auch mal vor, aber ich sage, das ist nicht die Hauptsache. Was machen Sie mit dem erlegten Tier? Machen Sie das selbst oder geben? Es ist bekannt, bei mir in den Testgeschäften können Sie Hirsch- oder Rehfleisch bestellen. Dann bringt der LKW-Fahrer das wird vom Biometzger zurechtgemacht. Und dann können Sie sagen, ich will 5 Kilo oder ich will das oder jenes. Und dann kriegen Sie ein Viertelreh oder entsprechend 5 Kilo vom Hirsch oder 10, was Sie bestellen. Und der LKW-Fahrer bringt das und dann rufe ich Sie an, dann müssen Sie es abholen und dann so. Also es wird alles Ich habe einen Eigenwald, ich habe 400 Hektar Wald, das ist meine Eigenjagd. Wollte gerade sagen, Ihr Jagdrevier liegt im Allgäu. Da gibt's, bei mir können Sie auch Brennholz im Testgeschäft haben. Also es wird alles... Ich sage den Satz trotzdem. Ihr Jagdrevier liegt im Allgäu und beträgt 400 Hektar. Das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich aber eine ganz andere Frage, die mich auch persönlich höchst interessiert. Wie schaffen Sie es, so schlank zu bleiben? Haben Sie ein Zaubermittel und verraten Nein, Sie mir das? Nein, das liegt daran, dass Sie eben, Sie sind Politiker, aber Sie sind auch schlank im Verhältnis für einen Politiker. Ich habe mir aber Mühe gegeben. Aber Sie sind noch nie in der notleidenden Textilindustrie zu Hause gewesen. Da können Sie gar nicht dicker werden. Das ist doch gentechnisch bedingt. Das ist eine Disziplinfrage. Ja. Und das war immer schon so. Ich war ja lange Junggeselle und Sie können nur lange Junggeselle sein, indem Sie auch für das andere Geschlecht attraktiv sind. Und ich sag mal, da ich immer interessiert war, dass jemand auch so mich gerne angeguckt hat, habe ich immer diszipliniert gegessen und aufgehört, wenn ich satt war. Die anderen fangen ja erst an zu essen, wenn sie satt sind. Ja, das stimmt. Aber Sie glauben, also Sie würden dick werden, wenn Sie undisziplinierter essen? Oder ich muss eine gewisse Bewegung haben und muss auch diszipliniert im Essen sein. Ich esse mich satt, aber dann höre ich auf. Also meine Hauptmahlzeit ist das Frühstück. Mhm. Meine auch. Und da ist auch die Familie dabei. Und zuerst, ich putze meine Zähne und dann schwimme ich. Und dann bin ich aber immer froh,
Nach dem Frühstück oder vor? Nein, vor. Ja, klar. Zähne putzen, aufstehen, Zähne putzen, Frühstück, schwimmen. Und dann schwimme ich und dann mache ich mich fertig und dann frühstücken wir. Und dann sitzen wir eine Dreiviertelstunde, das ist die Hauptmahlzeit. Und da, ich bin ein Brotfetischist, da gibt es dann immer frisches Brot und so weiter. Und aber so. Doch auch Belag. Also ich würde gerne mal ein Foto von Ihrem Frühstückstisch. Kann ich Ihnen sagen. Es gibt einen gekochten Schinken, es gibt einen Käse und es kann auch einen, es gibt immer das Gleiche, das ist immer die gleiche Marke und alles. Und es gibt einen ganz zarten Rauchschinken und der geschnitten, ganz hauchdünn geschnitten ist. Und ich esse entweder den Rauchschinken oder den anderen, den gekochten Schinken mit Käse und der wird belegt. Und dann esse ich sehr gerne ein Marmeladebrot und da esse ich Erdbeermarmelade. Und ja, es ist alles und tolles. Es gibt vier verschiedene Bäcker, die mir Brot backen. Und zwar bei München ist, außerhalb München ist einer, der mir ein spezielles Brot backt, das er anbietet. Und dann Hofpfisterei in München, die liefert mir auch gewisse Dinge. Und dann habe ich einen Bäcker, der mir die Seelen macht. Und also so, das ist mein Hobby. Da kenne ich mich besser aus als in Kunst. Sie haben aber auch Filme und so, Kino, hat Sie auch nie begeistert? Ja, natürlich bin ich in Filme, in Kino. Und bestimmte Bücher? Also, ich kriege ja laufend Bücher geschenkt oder sonst was. Aber dass ich die auch noch lesen sollte, ist ja. Das schon... Ich habe Ihnen keins geschenkt heute. Nein, aber das muss ich ganz offen gestehen, ich bin ja tagsüber voll beschäftigt und bin in der Firma und dann das, ich sitze ja mit meinen Mitarbeitern, mit der Verwaltung. Wir haben bei 1200 Mitarbeitern, haben wir 38 in der Verwaltung, mehr nicht. Und da ist aber der Pilot dabei, da ist im Prinzip die Telefonzentrale dabei, Sekretariat, alles dabei. Und die sitzen alle um mich herum. Und da werde ich konstant gefragt, konstant, da kommt der an den Schreibtisch und sagt, was soll man da machen, was soll man da? Dann kommt, wie zum Beispiel sagt meine Werbeleitung, die kommt dann und sagt, der Dr. Gysi hat gefragt und so. Da kriegen die alle Antwort, ich beantworte das. Und am Abend bin ich sozusagen so, dass ich sage, jetzt freue ich mich mit meiner Familie und dann spricht man noch ein bisschen. Und dann gucke ich Nachrichten noch. Und dann irgendwo kann ich nicht mehr noch sagen, jetzt lese nur ein anstrengendes Buch oder das oder jenes. Dann will ich endlich mal ein bisschen sagen, so. Sie haben vorgesorgt und für Ihre Familie eine große Familienruhestätte errichten lassen, was wohl für Aufsehen sorgte. Wieso gab es darüber so ein Aufsehen? Ja, es wird ab und zu Aufsehen gemacht aus nichts, verstehen Sie? Das heißt, mein Großvater, den ich sehr geschätzt habe, also der Gründer mütterlicherseits, der Vater meiner Mutter, der hat selbstverständlich ein Familiengrab für die Familie gemacht. Und mit meinen Eltern und mit der Tante, der zweiten Tochter meines Großvaters und ihrem Mann und ihrer Familie war das Familiengrab voll und meine Großeltern. Und dann hat man also das so besprochen und hat gesagt, ja gut, also ob ich jetzt meinen Großvater ausgraben lasse, damit ich Platz habe. Dann habe ich gesagt, das kommt ja nicht in Frage. Ja, ich werde doch meinen Großvater jetzt nicht ausgraben, damit ich dann da Platz habe. Und dann habe ich zum Bürgermeister gesagt, in Bollerdingen, also ich wollte gerne auch meinen Großvater, der hat auch vorgesorgt, der hat ein Familiengrab und das mache ich jetzt auch für die nächsten Generationen. Und dann hat der natürlich gesagt, Herr Grupp, für Sie habe ich was. Da war so eine Fabrik, die abgerissen wurde und das passte so an den Friedhof dran, aber ein bisschen zu groß. Und da hat er so ein größeres Eck, hat er da gesagt, das würde ich Ihnen geben. Und dann habe ich das schön angelegt und habe daraus ein Familiengrab gemacht. Und daraus ist dann ein bisschen, natürlich die Presse hat das ein bisschen hochgehobelt, weil das sind ein paar hundert Quadratmeter, wo das also ist. Aber da ist ja noch keiner beerdigt, ne? Bitte?
Da ist noch keiner beerdigt. Nein, und dann habe ich gesagt, ja. ich weiß ja, dass man immer stöhnt und sagt, an Allerheiligen, jetzt muss man aufs Grab gehen, dann soll man das noch schmücken, dann muss man da Blumen hin tun. Dann habe ich gesagt, das verlange ich von meinen Nachkommen überhaupt nicht, dass die dort große Arbeit haben. Ich mache ein Grab. Gibt es auch kein Kreuz, also ein Kreuz gibt es eines für die ganze Fläche, aber da gibt es jetzt nicht jedes Mal so ein Kreuz, sondern da gibt es also eine Wandtafel und da ist hier und dann ist dahinter ist jetzt das erste Grab und da wird man reingelegt und da kommt das nächste und in der Wand steht drin der Name und alles. Und da stehe ich schon drin, weil ich habe gesagt, ich will ja wissen, wo ich liege. Und dann habe ich eben meinen Namen eingravieren lassen und habe mein Geburtsdatum das und das Sterbedatum. Weil das jetzt billiger ist als zu der Zeit, wenn Sie sterben. Das sparsam hätten Sie gedacht. Jetzt gedacht, das könnte so sein. Aber ich wollte wissen, und da steht jetzt drin, und das ist sehr schön gemacht, und das wird dann nur grasen. Es muss also nicht ewig mit Blumen und was weiß ich, sollte schön sein. Sieht toll aus, ist alles mit einer tollen Mauer umsehen und so weiter. Ist ein tolles Kreuz drin. Und ja, und daraus wurde halt, und die Wandtafel, die überall, die ist also auch da. Und die einzelnen Platten sind schon drin, aber es steht noch der Text nicht drin. Mein Sohn hätte sich auch reingravieren lassen, aber nachdem dann meine Frau nicht so begeistert war, ja, das verstehe ich ehrlich. Lieber Wolfgang Grupp, wir haben die Zeit natürlich mächtig überzogen, aber damit habe ich auch gerechnet. Sie sind mein erster Gesprächspartner, der älter ist als ich. Sonst bin ich eigentlich immer älter als meine Gäste. Schon damit haben Sie mich verwirrt. Und nun sage ich Ihnen Folgendes. Sie haben ein beachtliches Geschäftsmodell entwickelt. Kontinuierliche Produktion, kundenorientierte Schnelligkeit, innerbetriebliche Flexibilität. Sie sind nicht auf Umsatz oder Menge, sondern ausschließlich auf Rendite ausgerichtet. Sie haben eine schlanke Verwaltung, sind unabhängig, verlangen Sofortzahlung bei Bestellung und leisten diese bei Investitionen. Sie stellen höchste Anforderungen an die Qualität ihrer Produkte, bleiben bei einer überschaubaren Größe mit 3 Produktionsstätten, tragen eine große soziale Verantwortung für ihre Beschäftigten, sichern deren Arbeitsplätze, greifen wie ich Großunternehmen an und pflegen wie ich kleine und mittelständische Unternehmen, werden gesehen als König von Burladingen, und wie gesagt, als Patriarch. Sie sind Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse und der Wirtschaftsmedaille von Baden-Württemberg in Gold. Und das alles zu Recht. Sie sind auf ihre Art eigenständig und einzigartig. Und deshalb sage ich Ihnen heute ein aufrichtiges Dankeschön. Musik